Kessel ist mehr oder weniger einfach nur ein sehr großer Asteroid, hat den Namen Planet nicht wirklich verdient und ist in der Nähe von einer Region gelegen, die als der Schlund bekannt ist, wo eine ganze Reihe Störungen, Schwerkraftstörungen, schwarze Löcher, die umeinander kreisen, dafür sorgen, dass es nahezu unmöglich ist, einen sauberen Kurs zu programmieren, weswegen es ja auch die legendäre Kesselroute gibt, deren Länge davon abhängt, wie schnell man fliegen kann, also wie nah man an diese tödlichen Gefahren heran kann. Und die Person, die einen hervorragenden Kessellaufrekord hingelegt hat, mitsamt dem Schiff, das das geschafft hat, und Mara Jade und natürlich seinem Co-Piloten Chewbacca an Bord, nähert sich aktuell Kessel. Moment. R2 habt ihr nicht dabei. So. Das bedeutet auch, dass nach den langen Berechnungen man sich zwar zurücklehnen kann, aber es trotzdem immer wieder einzelne Warnlämpchen gibt, die aufflammen. Es ist beim Falken nicht ganz klar, ob das jeweils tatsächlich eine vollwertige Warnung ist oder nur eine leichte Störung des Systems. Chewbacca auf jeden Fall ist damit beschäftigt, regelmäßig irgendwelche kleinen Schalter rauf und wieder runter zu schnipsen, um auszuprobieren, ob man irgendwas einfach nur an- und ausmachen muss oder mit großen haarigen Fäusten gegen die Decke und gegen die Wand zu hämmern und dabei leise vor sich hin zu grummeln. Ich werde versuchen, natürlich während der Reise durch den Hyperraum Mara damit zu beeindrucken, dass ich immer wieder in verschiedenen Varianten die Geschichte erzähle, wie ich den Kessel Run in weniger als 12 Parsecs geschafft habe damals. Was auch immer das genau bedeutet, da gibt es ja verschiedene Legenden, die sich darum ranken, und ich werde sie alle erzählen. Bis sie es nicht mehr hören kann. Ja, sie hört sich, oder ich höre mir das mit langmütigem Gesichtsausdruck an und versuche nicht einzuschlafen. Ach, Mann. Wie oft kannst du aufzählen, wie oft du diese Geschichte jetzt schon erzählt hast? Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da, cool. Du bist nicht da. Wir können uns ja trotzdem über Funk unterhalten oder sowas. Nö, ich bin nicht da. Das ist ja die letzte Aufzeichnung, die du bekommen hast. Lando hat diese Angewohnheit, immer mal wieder längere Nachrichten zu schicken. Wahrscheinlich finde ich noch alte Holodiscs von Lando, die er hier aufgezeichnet hat, als ihm der Falke gehört hat. Diese teilweise so zwischen die Ritzen von den Sitzpolstern gerutscht und dergleichen. Ja. Und dann findet man ihn immer in unterschiedlichen Outfits mit irgendwelchen tollen Schals oder Capes um. Wahrscheinlich haben wir den Falken zum ersten Mal seit Jahren gerade sauber gemacht, weil eine Frau an Bord ist, die nicht Leia ist. Wegen aktuell hier. Tatsächlich. Ein paar von den Sitzpolstern haben nahezu ihre Originalfarbe wieder gehabt und ihr habt mindestens so viel Fell von Chewbacca rausgeräumt, wie Chewbacca eigentlich wiegt. Wie macht er das? Ja. Über lange Zeit. Sind wir denn bald da? Ein leises Piep, 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 Piep von den zahlreichen Sensoren gibt an, dass ihr euch tatsächlich dem Ende des vorprogrammierten Flugs nähert, und dann löst sich mit einem leisen Zischen und einem etwas Stöhnen und Rütteln des gesamten Schiffes der Tunnel des Hyperraums vor euch auf und die Sterne rücken wieder näher und vor euch das Asteroidenfeld, zu dem Kessel gehört. Na endlich. Und sofort
seht ihr, wie mehrere Rufe von Kessel aus in eure Richtung gehen. Euer Auftrag war, eine Verhandlung hier zu führen mit demjenigen, der das Kommando führt. Das ist dem Wissen der Spione der Republik nach aktuell immer noch ein Morroth Duhl, ein ehemaliger Untergebener auch der Imperialen hier, der zwischendurch diesen Posten verloren hat, sich dann aber wieder freigearbeitet hat und aktuell das kontrolliert. Der letzte Kontakt war vor mehreren Jahren, als die Renegatenstaffel hier tatsächlich einen Flug gestartet hat und es geschafft hat, tatsächlich mehrere der politischen Gefangenen, die hier immer noch vom Imperium als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden, freizupressen. Aber es gibt immer noch einige Leute, die hier vermutlich auf diese Art und Weise festsitzen. Es ist euer Auftrag, Verhandlungen zu führen, um noch ein paar politische Gefangene freizubekommen und vielleicht einen geregelten Handel mit dem hier produzierten Gewürz Glitterstim herzustellen, weil es durchaus auch einige medizinische Nutzen hat, weil es in der Lage ist, tatsächlich einige Dinge, einige Regionen im Gehirn verschiedener Spezies zu aktivieren. Das macht es nicht nur zu etwas, von dem man leicht abhängig wird, aber auch etwas, mit dem man verschiedenste Schäden am Gehirn behandeln kann. Das heißt, vor euch hängt das Asteroidenfeld und ihr könnt auch ausmachen, die einzelnen kleinen Überkrustungen auf Kessel, die darstellen, dass dort die Einrichtungen sind, die versuchen, irgendwie eine magere Atmosphäre auf diesem ansonsten ziemlich kargen Felsen aufrechtzuerhalten und die einzelnen Landebuchten für die Schiffe. Ja, lange her. Ich glaube, ich war vor 12 Jahren zum letzten Mal hier. Aber wenn unsere Informationen stimmen, dann ist mein alter Kumpel Morroth Duhl ja immer noch aktiv und wird sich sicher freuen, uns zu sehen. Ist das so? Oder, Chewie? Genau. Das erfüllt mich jetzt nicht mehr Zuversicht. Chewie gibt zu bedenken, dass Morroth Duhl immer schon schwierig zu durchschauen war. Morroth Duhl ist ein Rübet, was eine amphibische Spezies ist, die für Menschen schwer zu lesen ist, was ihre Emotionen angeht. Wollt ihr denn die ganzen Nachrichten bzw. die Hails, die von Kessel ankommen, annehmen oder ignorieren und weiter auf Anflug bleiben? Wenn da alles leuchtet, drücke ich dann einfach mal auf irgendwelche Knöpfe. Hey, nicht einfach auf irgendwelche Knöpfe drücken. Doch, wenn es leuchtet, dann ist das doch bestimmt eine Nachricht für uns. Es gibt ich werde hier nicht aufhalten können. Sorry. Knacken. Und es meldet sich tatsächlich eine Stimme auf der anderen Seite. Ist das vielleicht doch tatsächlich dieser Frachter, der des Öfteren hier zu Besuch war früher, mit verschiedenster Ladung für uns geflogen ist? Freier Dienstleister, glaube ich, nennt man das. Ja, hier spricht der Millennium-Falke im Auftrag der Neuen Republik. Hier ist Han Solo und mit an Bord ist Mara Jade und natürlich Chewbacca. Han, alter Junge, das ist doch wunderbar. Ja, wir schicken dir Landekoordinaten, kein Problem. Ich freue mich so sehr, dich wiederzusehen. Wunderbar, wir freuen uns auch. Worum geht es denn? Die Koordinaten, entschuldige. Ich dachte, ja, kurze Frage an DSL, die wurden nicht vorher informiert, dass wir kommen? Offensichtlich nicht. Ja, wir hatten gehofft, ihr wisst, dass wir kommen. Wir sind, wie gesagt, im Auftrag der Republik hier und wir dachten, wir schauen mal wieder vorbei, Nachbarschaftsbesuch, vielleicht kann man alte Freundschaften wieder neu aufbauen, vielleicht können wir Handel treiben, vielleicht ergibt sich eine Synergie. Ich meine, das Imperium ist weg. Aha. Eure Kunden sind weg. Das klingt hervorragend. Alles richtet sich neu ein, verstehe. Ich meine, wir haben Mara Jade an Bord. Sie ist die rechte Hand von Talon Kade. Du weißt ja, Talon ist der neue Boss, nachdem Jabba ja vor ein paar Jahren ein Unfall passiert ist. Aha, ja, ich habe davon gehört. Ja, die Koordinaten habt ihr. Ja, wir warten hier auf euch. Gut, ich nehme an, Chewie hat die eingegeben. Ja, Chewie hat leise vor sich hin grummeln schon die Daten eingegeben und ihr seid im Landeanflug.
Ihr landet tatsächlich relativ nah an dem Hauptkomplex, dort, wo die Verwaltung untergebracht ist. Und über euch schließt sich auch ein Energiefeld, das das bisschen Atmosphäre, das hier existiert, drinnen hält, sodass ihr ohne Gefahr und ohne zusätzliche Atemgeräte aufsteigen könnt. Chewie ist damit beschäftigt, ganz viele Knöpfe in die Ausposition zu schubsen, Dinge auszuschalten, Energie runterzufahren und dabei leise dem Schiff zuzureden, wie es üblich ist, ein leises Murren und Grummeln die ganze Zeit. Ja, ja, schon gut. Während ihr Sachen hin und her dreht und ausschaltet. Und so vage, scheuchende Gesten in eure Richtung macht. Ja, ich versuche immer wieder Chewie zu erklären, was er da tut, aber das ist natürlich nur Show, wie Mara wahrscheinlich schnell durchschaut, weil Chewie eigentlich der ist, der das Schiff fliegt und wartet und überhaupt besser Bescheid weiß. Du bist gerade stumm. Ich bin stumm? Nee, mehr. Achso, nein, Evie ist stumm. Ich bin stumm. Ich sag dazu nichts und schüttel ab und dann würde voll den Kopf. Ausgesprochen würde voll. Ihr seht auch durch die, sowohl durch die Sichtfenster im Cockpit als auch über kleine Seitenkamera, dass mehrere Leute inzwischen in einer wilden Zusammenstellung an Ausrüstungen, zusammengewürfelten Rüstungsteilen, unterschiedlichsten Blastern und ohne irgendwelche klar erkennbaren Abzeichen durch einen Shot in den Hangar hereingekommen sind. Und in ihrer Mitte geht mit einem leisen Hüpfen im Gang ein relativ kleiner, amphibischer Mann, das muss Morrith Duhl sein, der einen leuchtend bunten Streifen Stoff um den Hals gebunden hat und darüber mit seinen großen, feuchten Augen etwas nervös zwinkert, während er zum Falken starrt und leise mit seinen Angestellten vermutlich redet. Ich zeige, wir sind noch im Cockpit, nehme ich an. Ihr seid noch im Cockpit. Ja, ich zeige auf Morrith und nicke Mara zu hier. Das ist der Typ, wegen dem wir hier sind. Wie verhält sich das denn? Du hast gesagt, die sind für Menschen relativ schwer zu lesen. Wie sind die denn für Jedis so zu lesen? Hast du keine Erfahrung mit, aber du könntest mal einen Machtwurf ablegen. Und schauen, ob du da einen Punkt bei herausbekommst. Das heißt, Macht habe ich denn? Ich glaube, du hast 3 Würfel, die 3. du einsetzen kannst, tatsächlich. Das heißt, dann machen wir das doch. Der klick, die klack, der klack. Und nur dunkles. Dann nehmen wir Mayrin die Würfel weg. Das heißt, entweder du kannst sagen, du verzichtest darauf zu versuchen, seine Gedanken zu lesen, oder du verwendest tatsächlich die dunkle Seite. Das ergibt aber Konflikt und es würde euren letzten hellen Seitepunkt in einen dunklen Seitepunkt verwandeln. Oh, ich glaube, dann lasse ich das. Gut, er ist wirklich sehr schwer zu lesen. Mhm. Ja. Aber eigentlich ein netter Kerl. Du hast doch das Gefühl, als du dich versuchst, auf ihn einzustimmen, dass da fast wie eine Störung ist, fast wie weißes Rauschen. Chewie scheint genug davon zu haben, sich um alles zu kümmern, ist soweit fertig und stapft jetzt in Richtung Ausgang und haut dort auf den Auslöser mit einem Pfff, senkt sich die Rampe nach unten ab. Gut, folgen wir ihm. Ja. Han, es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Morris. Wir haben etwas sehr zögerlich streckt er dann die Hand aus. Die erwartungsgemäß weich und etwas feucht ist, was bedeutet, dass er gesund ist. Und das muss Mara Jade sein, von der ich schon so viel gehört habe. Genau, Mara Jade, die mächtige Jedi. Guten Tag. Jedi? Naja. Oder? Naja. Mara? Naja, vor allem ist sie eine Schmuggler-Anführerin, aber sie hat mehr drauf, als du vielleicht denkst, Morris. Aber ihr könnt doch nicht einfach, wir sind vielleicht nicht unbedingt dafür standesgerecht ausgerichtet, eine Jedi hier zu empfangen, aber wir werden unser Bestes tun. Und der mächtige Chewbacca ist eine Freude der Hand, nein, dann nicht, ja. Aber gefällt mir, was du aus dem Platz gemacht hast hier. Ja, wir produzieren immer noch Glitterstimmen der besten Qualität. Ich meine, die einzige Qualität, da niemand anders eine Quelle davon hat. Und es ist mir eine große Freude, mit euch darüber zu reden, was wir daraus machen können. Kommt doch mit. Wir haben ein paar Erfrischungen vorbereitet.
Dreht sich um und geht voraus. Aus dem Hangar heraus. Hinter euch kommen mehrere Techniker an, die offensichtlich dazu gedacht sind, den mit Tankschläuchen und dergleichen sich um den Falken zu kümmern. Tree gibt ihm so einen grimmigen Blick. Was sollen sie machen? Sie werden ihn nicht klauen. Ohne. Ich nehme an, dass der abgeschlossen ist, dass man nicht ohne irgendwelche Codes wegfliegen kann. Also Wegfahrsperre. Wir sind das ja gewöhnt, genau. Wegfahrsperre. Ja. Dann folgen wir ihm, oder? Ja, folgen wir ihm. Ich habe halt alles sehr gut im Auge. Also ich gucke, wer sich um uns rum bewegt, wie die sich bewegen, was da so die Dynamik ist oder die Hierarchie, die die haben untereinander. Du kannst mir mal sagen, was du denn in Wachsamkeit vielleicht so hast, beziehungsweise in Willenskraft. Drei. Und in Wachsamkeit noch etwas zusätzlich? Zwei. Das heißt, zwei gelbe, ein grüner. Keine schwere Probe. Du hast einen Erfolg und sonst weiter nichts, aber das heißt, dass du irgendwie daraus ablässt, die Leute haben irgendeine Absprache vorher gehabt und die arbeiten tatsächlich ganz gut zusammen, obwohl sie so unterschiedlich wirken. Es sind auch verschiedenste Spezies hier vertreten, wenn auch die meisten von ihnen Menschen sind. Und sie tauschen immer mal wieder kurze Blicke und kleine Fingerzeichen untereinander aus. Dann erreicht er aber auch schon einen Raum, in dem tatsächlich ein Tischchen in der Mitte angerichtet ist, auf dem mehrere Gläser stehen. Morris Duhl geht auch hin, nimmt eine Karaffe und fängt an, in die einzelnen Gläser einzugießen. Also, eine Freude. Er nimmt eines von den Gläsern davon. Ich trinke auch gerne als erstes. Ja. Bedient euch doch. Han, habe ich dir eigentlich erzählt, die ganze Sache damals, du hattest da doch diese Fracht einmal an Bord, die du hier bei Kessel aufgenommen hast für Jabba, richtig? Ja, das war eine Sache mit der Fracht. Oh, das hat mir noch Ärger eingebracht. Echt? Sowas. Ja, lass dich nicht unterbrechen. Ach so, ich musste die ganze Ladung abwerfen, weil eine imperiale Patrouille mich sonst erwischt hätte. Aber Jabba war ziemlich sauer danach. Das hast du, glaube ich, gehört, oder? Oh, ja, das habe ich gehört. Aber wir konnten uns ja einigen am Ende. Also. Weißt du, er ging davon aus, dass möglicherweise ich Daten weitergegeben habe an die Imperialen, die das dazu geführt hat, dass du abgefangen wirst. Ist das nicht ein lustiger Zufall? Der kratzt sich unter seinem Auge und dann seht ihr, als er dran zieht, dass das Auge nicht echt ist. Das bewegt sich nicht mit, sondern das ist irgendwie aus dem Glas oder sonst irgendetwas. Und darunter ist, wo er dran kratzt, geht so ein bisschen was an Farbe ab. Offensichtlich hat er dort eine Narbe überschminkt. Ein Jabba ist halt so ein Kerl gewesen. Weißt du, der reißt einem schon mal das Auge aus. Aber hey, das nimmst du mir jetzt noch nicht krumm, oder? Ich meine, ich war fast ein Jahr in Carbonit eingefroren, deswegen. Oh, hast du dann Augen verloren oder sonst irgendwas? Ich konnte einen Tag lang nicht sehen. Das ist natürlich. Du ekelhafter Scheißkerl. Und er wirft das Glas auf dich und überschüttet dich mit dem Getränk. Ringsum gehen eine ganze Reihe von Blastern hoch. Das ist meine drittliebste Jacke. Weißt du was? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du, dummer, kleiner Affe, herkommst und dich tatsächlich traust auf meinen Mond. Aber wenn das Schicksal es nur mal will, es tut mir leid, Chewbacca, gegen dich habe ich nichts, aber du bist nun mal, also ohne geht es nicht. Und von euch habe ich keine Ahnung. Er schaut Mara an. Und dann schaut er auf den Blaster. Ernsthaft? Han, ernsthaft? Siehst du, wie viele Leute ich hier habe, die dir zu gern einen überbraten würden? Was machst du? Sie sollten ganz tief durchatmen. Und dann sollten sie alle ihre Waffen runternehmen. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden, mein Schätzchen. Er zuppelt an seinem bunten Halstuch. Ich würde eher vorschlagen, dass ihr euch vielleicht da. Ich meine, keine Sorge, wir bringen euch nicht um. Es ist eher, ich werde ein paar Verhandlungen führen müssen.
Und Rose finden wir vielleicht für euch einen guten Preis bezahlt. Und bis dahin werdet ihr Gäste sein in unseren hervorragenden Einrichtungen. Wie viele Blaster sind das denn so? 12. 12. Chewbacca hat seinen Bowcaster in seinen großen Händen und schaut sich fragend zu Han um. So ein kämpfen wir oder kämpfen wir nicht? Während Burith Duel jetzt langsam auch von dem Tisch und Han immer ein bisschen weiter abrückt und seinen Leuten so kleine Handgesten gibt, dass die vor ihm langsam zusammentreten, um ihn zu schützen. Also, ich meine, kein Grund, jetzt irgendwie aggressiv zu werden. Wir verstehen uns doch, oder? Oder? Ich meine, es gibt genügend Leute, die sicherlich bereit wären, ein bisschen was springen zu lassen oder sich darum zu kümmern. Und bis dahin könnt ihr euch sehr persönlich vertraut damit machen, wie Glitterstim hergestellt wird. Das ist auf Dauer auch nur positiv. Na gut, Chewie. Senk mal den Bowcaster. Wir sind hier zum Verhandeln. Ich bin mir sicher, unsere Freunde in der Republik werden in unserem Namen weiter verhandeln und wir werden uns einig. Oder, Mara? Ganz bestimmt. Coruscant, wo tatsächlich eine kleine Gruppe von Leuten vor dem Ratssaal des Senats darauf wartet, dass eine Entscheidung getroffen wird. Und die kleine Gruppe besteht aus Jedi-Meister, einziger aktuell existierender Jedi-Meister, Luke Skywalker. Seinem natürlich fast immer, wenn es irgendwie möglich ist, anwesenden, extrem treuen Astromech-Droiden R2-D2. Lando Calrissian, Lebemann, Entrepreneur und jemand auf der Suche nach dem nächsten großen Unternehmen, das er übernehmen kann. Und Roboter-Mensch-Kontakte, C3PO. Zu ihnen stößt, während sie dort stehen und warten, dass im Senatssaal ein bestimmter Punkt erstmal abgehandelt wird. Leia Organa, die aktuell wieder im Staatsdienst ist und etwas, wie häufig, etwas angespannt und leicht überarbeitet wirkt, mit einer sehr kleinen, steilen Falte zwischen ihren Augenbrauen, die aber erstmal auf Luke zugeht und ihn für einen kurzen Moment umarmt. Hallo. Leia. Danke, dass ihr die Geduld mitbringt, auch darauf zu warten, dass sie da drin mit allem irgendwie fertig werden. Aber Mon Mothma hat gesagt, dass wir die Sache mit einer neuen Akademie oder wie auch immer du es nennen willst, in Kürze besprechen können. Das heißt, die Frage ist vor allen Dingen, wie schnell du loslegen willst. Ich habe Dossiers zusammenstellen lassen von verschiedensten Diensten über Leute, die beobachtet wurden, die möglicherweise die Fähigkeiten besitzen, nach denen du suchst. Danke. Ich bewundere immer deine Organisationsfähigkeit. Ich habe so lange gewartet, ich kann auch noch ein bisschen länger warten. Aber ich freue mich, wenn wir es angehen können. Sag mir so, irgendjemand muss ja den Überblick behalten. Aber... In der ganzen Republik? Naja, in der ganzen Republik. Es ist... Schön, dich wiederzusehen, Lando. Es ist mir eine Ehre, ja, wie immer. Siehst wunderbar aus. Lügner, aber ich höre es gerne. Danke. Sie schaut runter auf das Datenpad, das sie in der Hand hält, schaut hoch und es gibt auch ein kleines Holo draus entsteht, das mehrere Markierungen in der Galaxis hat. Sie nickt kurz, faltet das wieder ein und dann gibt es ein Signal und die Senatstüren öffnen sich. Mehrere andere Leute kommen heraus, die in langen Roben sich bewegen und euch erst irritierte und dann auch teilweise erschrockene oder respektvolle Blicke zu werfen. Es geht auch ein leises Tuscheln unter den verschiedenen Beamten, die vorbeigehen. Das ist Luke Skywalker. R2-D2 gibt ein leises und nicht ganz gesellschaftsfähiges Fiepen von sich darüber, dass die Leute alles nur hier aufhalten würden und fängt dann einfach an, voraus in den Senatssaal zu rollen. R2, also wirklich, das macht man doch nicht so. Kommen Sie sofort wieder zurück, R2. Ich nehme an, C3PO stiefelt hinter ihm her. Ja. In dem Versuch, R2 aufzuhalten, der einfach mit einem leisen Wirrrr vorne wegrollt. Leia senkt kurz den Kopf. Ja, angenehm. Dann, ja. Entschuldigung, wir gehen gleich wieder. Nein, bleibt ruhig. Ihr seid jetzt soweit. Luke, Lando,
C3PO. Prinzessin? Nee, warte mal. Prinzessin, passt es noch? Das frage ich jetzt gerade als DNSL, weil ich es gerade im Kopf echt gerade nicht mehr weiß, ob Prinzessin noch passt. Prinzessin wird immer passen, weil sie Angehörige des königlichen Geschlechts von Alderaan ist, auch wenn Alderaan nicht mehr existiert. Aber es ist immer noch der richtige Titel. Gut. Die Senatstüren schließen sich hinter euch, wieder mit einem leisen Zischen. Der Senat ist deutlich verkleinert und nicht in dem Raum, in dem er war, bevor die Republik gefallen ist und der Senat aufgelöst wurde. Es sind auch deutlich weniger Welten, die vertreten sind. Aber dafür ist das Ganze in einem Saal untergebracht, im großen Senatsgebäude, wo tatsächlich Licht die Kammer durchflutet und nicht alles in permanenten Schatten gehüllt ist. Und an einem Sprecherpodium direkt dem Eingang gegenüber steht Mon Mothma, wie immer, hoch aufgerichtet, mit einem Rücken so gerade, als hätte man ihr Stahl in das Rückgrat eingearbeitet und mit einem sanften Blick, der unten in das Rund geht, wo ihr euch gerade befindet. Ringsum sitzen die Vertreter der Welten, die sich bereits zur neuen Republik bekannt haben. Und unter denen auch, ähnlich wie unter den Beamten, die den Raum verlassen haben, ein leises Tuscheln durch die Reihen geht. Meister Skywalker. Calrissian. Senatorin. Ehrenwerte Senatoren. Soweit ich weiß, geht es darum zu besprechen. Und es ist auch etwas, das ich sehr begrüße, dass der Orden der Jedi nach der dunklen Zeit, die wir durchmachen mussten und die der Orden durchmachen musste, wieder aufgebaut werden soll. Verstehe ich das richtig, dass das in eurem Interesse ist? Wie immer haben Sie das richtig verstanden. Ich denke, es ist in unser aller Interesse. Aber für mich ist es ein Stück weit eine Herzensangelegenheit, um das, was passiert ist vor, es erscheint uns viel zu lange her, aber war doch nur vor einigen Jahrzehnten, nun so nicht rückgängig zu machen, doch zumindest in absehbarer Zeit heilen zu können. Ich denke, es wäre vermessen zu sagen, dass es schnell gehen wird, aber ich werde all meine Kraft und meine Energie in den Dienst der neuen Republik stellen und versuchen, diese Aufgabe zu bewältigen. Wir haben größten Respekt vor diesem Vorhaben und der Senat ist meiner Ansicht nach bereit und wir werden es in einer Abstimmung entscheiden, dies auch mit allen Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen können, zu unterstützen. Zu unserem großen Bedauern konnte keine der Datenbanken mit den machtbegabten Kindern gerettet werden. Alle von den Holocrons, die diese Daten enthalten, scheinen vernichtet worden zu sein nach dem Fall des Jedi-Ordens. Oder sie sind für immer in den Ruinen des Tempels verborgen. Allerdings haben unsere Agenten unter Anweisung von Leia Organa, und sie nickt der Prinzessin kurz ein leise zu, die zurücknickt, eine Reihe von Kandidaten aufgestellt, die möglicherweise die Fähigkeiten besitzen, die ihr sucht. Und da sie Dinge vermögen und um sie herum Dinge passieren, die beobachtet wurden als etwas, was ansonsten mit Machtsensitiven in Verbindung gebracht wird. Und wir haben auch die Suche gestartet nach einem Ort, wo ihr diese Schule gründen könnt. Und unser Vorschlag, und sie bewegt die Hand und über euch flackert ein großes Hologramm auf, das eine reich bewaldete Welt zeigt und dann mit mehreren Sprüngen heranzoomt an Anlagen, die vor 11 Jahren die Heimat für viele der Anwesenden hier waren, als die Rebellion dort versteckt war. Die neu eingerichteten, aber sehr viel älteren Tempelanlagen auf Yavin 4. Das ist ganz schön pompös. Findest du? Ja, hast du dich mal? Weißt du noch, wie Bespin ausgesehen hat? Ich bin nicht überrascht, dass meine Schwester schon Vorbereitungen getroffen hat. Das ist ein geschichtsträchtiger Ort, aus vielerlei Hinsicht. Sicherlich ist er sehr geeignet. Ja, wir machen schon was draus, definitiv. Das wird es. Ich bin auch nicht überrascht, dass die Holocrons vernichtet worden sind oder zumindest nicht mehr aufzufinden. Ich denke, das war einer der weiseren und eiligeren Entscheidungen, die letzten Jedi der alten Republik zu treffen hatten. Es hat sicherlich Schlimmeres verhindert. Es mag jedoch dadurch Machtanwender geben, die
das Kindesalter natürlich, dem Kindesalter schon lange entwachsen sind, die möglicherweise auch in Betracht kommen, um sie zu den nächsten Jedis auszubilden. Wir überlassen es ganz euch, Meister Skywalker, die Schüler eurer Schule auszuwählen, egal welchen Alters oder welcher Spezies. Niemand von uns hier kann dieses Urteil besser fällen als ihr. Worüber wir also abstimmen, Angehörige der Neuen Republik, geehrte Senatoren und Senatorinnen in Senatorix, ist, dass wir die finanzielle und die logistische Unterstützung stellen, um auf Yavin 4 eine Schule unter Leitung von Luke Skywalker einzurichten, die so viele als möglich Auszubildende auf den Pfad der Jedi bringen soll, um dieser Galaxis wieder einen neuen Orden von wohlmeinenden Machtanwendern zu geben, die über den Frieden und das Wachstum und das Glück aller wachen können. Ich bitte darum, die Abstimmung durchzuführen. Ringsum, es wird alles in viele verschiedene Sprachen übersetzt. C3PO hört mindestens 200 verschiedene Kommunikationsformen, die durch den Raum flattern, in unterschiedlichster Variante. Einige davon pheromonbasierend, aber du bist da für nahezu alle verschiedenen Varianten, zumindest mit Sensoren, ausgestattet. Als ordentlicher Protokolldroide verstehe ich mindestens 6.232.824 Kommunikationsformen und Sprachen. Danke, sagt Leia mit einem Blick zur Seite für diese Information. Sehr gerne, Prinzessin. Es gehen verschiedenste... Was muss die Politik sein, von der Sie mal reden? Jetzt wird dir gibt zu Protokoll, dass ihn das alles überhaupt nicht interessiert und er fragt, wo es als nächstes hingeht. Ringsum flackern Lichter auf, die nahezu einhellig eine Zustimmung für den Vorschlag zeigen. Und dann, nachdem alle von den verschiedenen Senatoren abgestimmt haben, lässt Mon Mothma ihren Blick noch einmal durch den Saal schweifen, auf die Zahlen, die vor ihr als Hologramm angezeigt werden, fallen. Nickt dann, hebt die Hände. Und damit ist es entschieden. Der Senat der Neuen Republik segnet und unterstützt die Gründung dieser Schule. Die Organisation und das Aufspüren. Es geht tatsächlich ein leiser Applaus, nachdem C3PO ihn etwas schüchtern startet durch die Reihen der Senatoren. Die Reihenfolge und wie ihr die Suche nach Schülern angehen wollt, liegt ganz bei euch. Aber ich bin mir sicher, dass eure Schwester, Meister Skywalker, dort noch einiges beizutragen hat. Wir haben, das fürchte ich, noch sehr viel mehr Dinge heute zu besprechen. Deswegen entschuldigt, wenn wir euch in diesem Moment auch wieder entlassen. Ich danke euch, Kanzlerin. Ich danke auch allen ehrenwerten Senatorinnen und Senatoren, die hier heute dafür gestimmt haben, dass der Jedi-Orden wieder aufgebaut wird. Und denjenigen, die dagegen gestimmt haben, sage ich, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um ihnen zu zeigen, dass es dennoch die richtige Entscheidung war, die die Republik hier gefällt hat. Es gibt wieder ein höflicher Applaus durch die Reihen. Und dann weisen euch die Lichter am Boden an, dass ihr den Raum wieder zu verlassen habt. Leia steuert auch Lando mit über den Ellenbogen, den sie sich eingehakt hat, grob in die Richtung und winkt C3PO und R2-D2, dass sie sich in Bewegung setzen sollen. Ah. Bis ihr wieder draußen seid. Was, Luke? Ich müsste natürlich vor die Protokolle überprüfen, aber ich glaube, das war eine der schnellsten Entscheidungen in der Geschichte des Senats. Ist das so, C3PO? Oh ja. Ich irre mich selten in solchen Dingen. Vor allen Dingen ist das eine positive Entscheidung gewesen. Das heißt, wir können an die Arbeit gehen. Beziehungsweise wir können die Arbeit, die schon gemacht ist, nutzen, um weiterzumachen. Ich habe hier, und sie überreicht einen Datenträger, eine Liste von möglichen Kandidatinnen. Und nun ja, ich denke, dass die ersten Lieferungen von Material, die nötig sein werden, um diese Schule aufzubauen nach Yavin 4, jetzt gepackt werden. Danke. Ich habe hier markiert, eine der ersten Orte, den ich euch raten würde aufzusuchen, ist Nar Shaddaa, was aktuell meinen Informationen nach der Aufenthaltsort von einer Kopfgeldjägerin, zumindest bin ich mir relativ sicher, dass es sich um eine Frau handelt, ist Quinn, die möglicherweise etwas überzeugungsstärker ist und einige Fähigkeiten aufweist.
die etwas untypisch wären für einen Menschen. Man geht auch davon aus, dass sie ein Mensch ist. Sie gehört zu denen, die selten ihr Gesicht zeigen. Eine Kopfgeldjägerin. Was für unangenehme Charaktere. Master Luke, ich beneide dich überhaupt nicht. Oh, du wirst ihn begleiten, C3PO. Oh. Und ich würde auch dich, Lando, bitten. Verständlich. Kopfgeldjäger. Hm. Naja, wenn es ein Jedi ist, dann dient es der Republik, dann dientest du, dann dient es meinen Geschäften, dann reden wir mit dem Kopfgeldjäger. Ja. Ich bin sehr froh über deine Hilfe, Lando. Ich denke, als eine Person, die es bisher immer vermieden hat, ein Kopfgeld auf ihren eigenen Kopf ausgesetzt zu bekommen, zumindest steht aktuell keins auf dich aus, nach meinen Informationen oder meinem Wissen. Ich kenne mich nicht aus und Leia, bitte widersprich mir nicht, wenn es anders sein sollte. Wirst du mir sicherlich eine große Hilfe sein. Nun, eine Kopfgeldjägerin von Nar Shaddaa ist sicherlich eine harte erste Nuss, aber fangen wir doch mit den herausfordernden Fällen an. Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich denke, der nächste Fall wird dann etwas einfacher sein. Ein Wildnis-Ingenieur? So ungefähr wurde es mir beschrieben auf Salissia. Aber das wird schon alles laufen. Ich muss mich hier um einige Dinge kümmern. Han ist auch auf einer Mission für mich unterwegs, zusammen mit Mara Jade, und hat sich noch nicht zurückgemeldet, was nichts heißen muss, aber spätestens, wenn sich irgendwann Chewbacca nicht mehr zurückmeldet, um mir zu sagen, dass Han vergessen hat, sich zu melden, werde ich ein wenig nervös. Vielen Dank, dass ihr euch darum kümmert. Du weißt doch, wie diese Verhandlungen sind. Sie dauern immer länger, als man glaubt. Meistens ist ein Glücksspiel damit verbunden. Ich bin mir sicher, es wird schon alles in Ordnung sein. Zumindest spüre ich nichts anderes. Ja, danke. Bei Han ist immer alles in Ordnung. Leia wirft Lando so einen leicht giftigen Blick zu. Es ist ja auch noch nie passiert, dass er von irgendwelchen alten Freunden verraten wurde. Wie ist es sonst zu Hause? Hat Winter alles im Griff? Winter hat alles im Griff, den Kleinen geht es gut. Sehr gut. Ich sehe sie allerdings fast nicht, aber das hatte ich erwartet. Ich hoffe, du kannst dir die Zeit nehmen. Das hoffe ansonsten, ich auch. Bevor ich sie irgendwann, wovon ich ausgehe, dir übergeben werde für ihre weitere Ausbildung. Aber noch habe ich das Privileg, dass sie so klein sind, dass ich sie jederzeit aufsuchen kann. Und sie einfach halten kann. Und mir noch keine großen Sorgen darum machen muss. Ich betone keine großen, wenn allerdings schon Sorgen, was aus ihnen werden wird in dieser Galaxis. Aber es ist jetzt eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es eine vernünftige Galaxis wird. Ich tue schon mein Bestes. Meine Herren, C3PO, L2. Sie klopft kurz auf den Metall, auf die Metallhalbkugel von L2D2s Kopf, nickt C3PO zu, dreht sich dann um und gleitet mit schnellen Schritten in ihrer Senatsrobe davon. Ein Abenteuer, R2? Ich kann dich nicht verstehen. Ich spüre schon wieder bei diesem Begriff Wildnis, wie mir Schlingpflanzen sämtliche Beine ausreißen wollen. C3PO, mach dir keine Sorgen. Erstmal geht es auf einen Schmugglerplaneten. Stimmt's, Lando? Das kann großartig werden. Schmugglerplaneten, C3PO, bleibt ganz ruhig, du bleibst in unserer Nähe, so wie immer, dann wird dir auch, so wie immer, nichts passieren. Alles geht gut, ihr habt mich dabei, mit den Leuten dort kenne ich mich aus, mit denen kann ich reden. Und das wird schon anstrengend genug. Also mach dir keine Sorgen, wir kriegen das alles hin, okay? Naja, streng genommen handelt es sich ja irgendwie auch nur um einen Mond voller Verbrecher. Also, was soll schon großartig schiefgehen? Exakt. Hast du ein Schiff? Du hast die Glücksdame. Du hast ein Schiff. Ich dachte, ich habe den Namen nicht mehr gewusst. Natürlich habe ich meine Glücksdame dabei. Komm, wir gehen gleich an die Docks. Die müsste eigentlich, sie müsste eigentlich schon wieder fertig sein zum Starten. Also von daher, ich denke, wir könnten auch gleich los. Oder brauchen wir noch etwas? Wir haben alles, was wir brauchen. Na dann. Was wir brauchen, befindet sich auf Nar Shaddaa. Der Flug nach Nar Shaddaa ist wenig aufsehenerregend. Das ist eine hervorragend ausgebaute Hyperraumroute. Das heißt, man kann die Füße hochlegen, ein paar Aufnahmen machen, seine Gedanken ins Holonet rausschicken, ein Spielchen spielen, wie auch immer man möchte, oder meditieren oder den Leuten Vorträge darüber halten, wie wahrscheinlich es dennoch ist, dass irgendwas schiefgehen wird. Der Geste nachzuschließen, sitzt C3PO mit R2-D2 an einem Tisch und spielt? Das ist kein erlaubter Zug, R2. Das weißt du ganz genau.
Ja, mach es wieder rückgängig. So. Fuchtelt mit mehreren seiner Aktuatoren, dreht sich um und fährt von dem Tisch weg. Offensichtlich wütend darüber, dass man ihm seinen Willen nicht lässt. Ein sinniger kleiner Bettkasten. Der Hyperraum endet. Und vor euch liegt der Mond Narshadar, der gänzlich auf eine giftig-orangene Art und Weise erhellt ist, da seine Oberfläche ähnlich wie bei Coruscant gänzlich mit Städten überzogen ist, nur dass diese hier in vielen Fällen ein deutlich weniger aufgeräumtes Bild darstellen. Sofort belagern euch auch verschiedenste Meldungen über das Holonet, die Werbung veranstalten und sonst irgendwie von euch verschiedenste Dinge wollen. Die einzigen, die tatsächlich Sinn machen, sind diejenigen, die versuchen, euch einen Landeplan anzubieten und verlangen, dass ihr euch anmeldet und selbstverständlich die Gebühr dafür, auf Narshadar zu landen, entrichtet. Wir gehen natürlich alle an Lando, da dies sein Schiff ist, die Glücksdame. Rechnungen, naja. Spesen, alles Spesen. Und Luke, konntest du schon was spüren? Narshadar ist ein Planet voller Leben, so viel kann ich sagen. Gut, das bringt uns ja schon mal ein Stück näher und zum Landeanflug ansetzen. In euren Notizen wird gesagt, dass ihr Quinn vermutlich in einem Casino finden werdet. Wir müssen in ein Casino, Lando. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Naja, versuchen nicht zu sehr aufzufallen, nicht hochbieten und... Das meinte ich nicht. Ich will gar nicht spielen. Also. Ich will in ein Casino, in das sich Kopfgeldjäger begeben. Ja, gibt's nicht viele Anlaufstellen, nicht für Kopfgeldjäger. An den SL habe ich eine Ahnung, welches Casino genau gemeint ist. Habe ich da irgendwie so einen Hunch als Lando? Oder gibt es nur ein Casino? Oh, es gibt eine ganze Reihe interessanter Einrichtungen. Du hast in vielen davon durchaus schon Zeit verbracht. Aber der lächelnde Nexu ist eines, in dem man sowohl nach oben hin der sozialen Schicht relativ viele Leute hat, als auch nach unten hin und wo sehr viele von den Kopfgeldjägern ihre Geschäfte machen und Informationen austauschen. Der goldene was war es jetzt kurz nochmal? Der lächelnde Nexu. Achso. Nexu sind große, vieräugige, bösartige, katzenartige Räuber. Der lächelnde Nexu. Ja, wenn sie lächeln, sieht es meistens ziemlich fies aus und sollte sie nicht gleich fressen. Insofern nicht ganz unpassend. Ja, Luke, dann haben wir eigentlich nur eine Anlaufstelle und das ist der lächelnde Nexu. Das wird interessant, aber dort sind die Wahrscheinlichkeiten am höchsten, dass wir ihn, Kopfgeldjäger, eben finden. Wunderbar. Denk dran, ich denke, die Reise hierhin kann ich vielleicht von den Mitteln, die ich für die Rundung der Akademie bekomme, dir zurückzahlen, aber ich glaube, ausschweifende Glücksspiele werden da nicht enthalten sein. Naja, hoffen wir, dass wir nicht so viel spielen müssen oder im besten Fall eben gewinnen. Ich habe Vertrauen. Niemand gewinnt in einem Casino, außer der Bank. Das weiß doch jeder. Frag das mal Han. C3PO, du kommst mit. Master Luke, wirklich? Das klingt nach einem ganz üblen Ort. Deswegen hätte ich dich gern dabei. Das ist natürlich vollkommen logisch. Ich nehme an, also die Belegschaft. Nehmt ihr L2 mit? L2, du bleibst auf dem Schiff. L2, hör auf Master Luke. L2 gibt dir noch ein sehr unwürdiges, langes Fiepen, das auf Binär mehr oder weniger ein Fast-Schadenscode ist, der mehr oder weniger sagt, wenn du nicht aufpasst, dann gebe ich dir das in deinen Port das nächste Mal ein, wenn du mich blöd anmachst. Aber dann rollt er davon, grummelt noch leise vor sich hin, rempelt aus Versehen den Spieltisch an, verschwindet dann aber tiefer in der Glücksdame. Narshadar empfängt euch mit Lautstärke in erster Linie. Rings um euch herum sind viele, viele Gespräche in vielen, vielen verschiedenen Sprachen, aber noch viel mehr Holos, die unterschiedlichste Sachen anbieten. Da sieht man Twi'lek-Tänzerinnen, die um euch herum tänzeln und versuchen, es euch irgendwie
schmackhaft zu machen, in dieses Casino oder in jenen Club oder dorthin zu kommen. Verschiedenste Nahrungsmittel, Getränke, Drogen, alles Mögliche wird angeboten. Ihr seht einen einzelnen Hutten in Begleitung von einer sehr großen Entourage, die vorsichtig einen Baldachin über ihn halten. Oder sie sind Zwitter, können ja wechseln. Rutscht langsam und majestätisch vorwärts und hat hinter sich noch Leute, die vorsichtig mit großen Besen die Schleimspur wieder einkehren, die die Kreatur hinterlässt. Und insgesamt ist es einfach ein lautes, duftendes, stinkendes, kreischendes, quietschendes, knallbuntes Kuddelmuddel rings um euch herum. Aber mithilfe von dem Holonet ist es nicht schwer, den lächelnden Nexu zu finden. Im lächelnden Nexu sitzt aktuell, kurzer Wechsel, Quinn an einem Tisch mit einem Gothal namens... Wer war derjenige, der eben zuletzt... Ansonsten nehme ich einfach jemanden... Lolindir. Lolindir. Ein Gothal namens Lolindir. Sag mal, Nico, hockst du einfach die ganze Zeit neben deinem Tisch gerade? Darunter. Oh nein, okay, wir beeilen uns. Nein, alles gut, es ist sehr bequem. Kein Problem, mach weiter. Es ist bequem unter deinem Tisch. Einen Gothal namens Lolindir, der dir versprochen hat, dass er einen Auftrag hätte, der jetzt aber gerade auf eine Holonachricht schaut, vor sich hin nickt und an seinen großen, empfindlichen Hörnern leise kratzt, während er nachdenkt. Aktualisierung. Ein Vertrag. Individuum. Männlich. 42 Jahre alt. Er schiebt mehrere Chips über den Tisch. Es handelt sich um einen ehemaligen General der Neuen Republik. Und soll sich auf Nar Shaddaa befinden. Ich habe ein Holo. Er tappt auf den Button, den er vor sich hat. Und es erscheint ein gut aussehender menschlicher Mann mit einem gepflegten Schnurrbart und kurz gehaltenem krausen Haar und einer von Melanin durchsetzten dunklen Haut, der in einer nachdenklichen Pose festgehalten wurde, wie er so fotogen als möglich an dem Holo-Aufnehmer leicht vorbeigeschaut hat. Wärt ihr bereit, das anzunehmen? Haben wir einen Vertrag? Wie viel? 2500. Ehemaliger General, sagtest du? Ehemalig, ja, ist wohl vom Pech verfolgt, hat nicht so viel drauf. Sollte nicht schwierig sein. Ich verstehe. Der sieht mir gut vernetzt aus. 3000? Vier. Fein. 4000. Hälfte. Ich kann allerdings nicht mal die Hälfte vorweg. Ich kann 1000 vorweggeben. Gut. Ja. Er schiebt dir Credits rüber. Credits der Neuen Republik, durchmischt mit anderen, was eine interessante Umrechnungsarbeit machen durfte. Auch das noch. Gut, ich stecke sie ein. Ich bleibe hier und hoffe, dass das schnell erledigt wird. In dem Moment geht die Tür auf und eine kleine Gruppe kommt herein. Vorneweg ein Protokolldruide, der vermutlich relativ entsetzt ist und was sagt. Nein, danke, aus dem Weg. Nein, wir wollen das nicht kaufen. Danke. Dahinter ein menschlicher Mann, der in eine Robe mit Kapuze gekleidet ist. Und ein gut aussehender menschlicher Mann, der verdächtig an das Holo erinnert, das du gerade eben gezeigt bekommen hast. Fantastisch. Der Gothal, der mit dem Rücken zum Eingang sitzt, nimmt jetzt sein Getränk und nippt leise daran. Mhm. Ja. Ich fände es gut, wenn er so sitzen bleibt, damit er ihn möglichst nicht sieht. Und mein Plan wäre dann einfach vielleicht zu Lando rüberzugehen und ihn zu fragen, ob er mit mir an den anderen Tisch kommt. Damit hätte ich meinen Auftrag eigentlich erledigt und könnte bezahlt werden. Es ist ein guter Plan. Das heißt, du gehst auf Lando zu? Ja, ich würde einfach direkt auf ihn zugehen. Ich weiß ja, also er hat ja wahrscheinlich so ein Memo über ihn gehabt. Das heißt, ich habe wahrscheinlich so minimale Informationen wie seinen Namen und so. Lando Calrissian, ja. Vormals General der Neuen Republik, aktuell Privatmann. Gut, ah ja, wunderbar. Ich habe ja gerade Geld bekommen. Das heißt, ich würde einfach wirklich direkt gerne auf Lando zugehen. So freundlich wirken, wie mir das eben in meinem Aufzug möglich ist.
also so Hände weg von den Waffen. Haben wir überhaupt Waffen da drin? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Doch, viele von den Casinos hier erlauben zumindest eine Waffe, die man bei sich führt, weil das zum Status gehört. Die meisten wählen ein Vibromesser oder irgendetwas anderes, aber Blaster sind durchaus auch erlaubt. Der lächelnde Nexu ist kein hochklassiges Etablissement, sondern eins, wo hin und wieder auch Leute über Karten erschossen werden. Gut, dann würde ich tatsächlich einfach die Hände offen mit offenen Handflächen auf ihn zugehen. Jemand in Rüstung mit einem mandalorianischen Helm und für euch wahrscheinlich schwer lesbaren Abzeichen an der Rüstung geht mit freundlich erhobenen Händen auf euch zu. Hallo. Eine mandalorianische Grußgeste. Eine C3PO, was? Ich hab ihn akustisch nämlich tatsächlich nicht verstanden. Eine mandalorianische Grußgeste. Die offensichtlich von Luke auch nachgemacht wird. Hallo, sei gegrüßt. Lando Calrissian? In Fleisch und Blut. Angenehm. Ich würde gerne mit Ihnen etwas trinken. Ja, mit wem habe ich denn überhaupt das Vergnügen? Einen kleinen Moment haben. Das kann ich Ihnen alles erklären, wenn Sie mir an diesem Tisch dort drüben folgen würden. Gerne. Eine unerwartet freundliche Begrüßung. Ihre Freunde sind selbstverständlich mit eingeladen. Ich gucke so rüber zu Luke und nix so mit dem Kopf, leicht lächelnd so. Ich meine, ich habe einen Jedi dabei, wovor soll ich Angst haben? Ich denke, wir können die Einladung gerne annehmen, Lando. Ja, dann danke, ja. Geh vor, zeig uns welcher Tisch. Gerne doch, gerne doch. Dann steuere ich den entsprechenden Tisch an und wink auch gleich dem Kellner, dass er Getränke bringt für meine neuen Freunde. Und dann würde ich meinem Auftraggeber strahlend Lando Calrissian präsentieren. Der schaut erst hoch und sagt, oh, so schnell schon wieder zurück. Hat sich irgendwas Neues ergeben? Ja. Ich halte ihm meinen Credstick hin, damit er mir den Rest meiner Bezahlung geben kann. Mit einem Pfff entfernt ihn ein guter Teil des Drinks, den er gerade zu sich genommen hat, als er Lando Calrissian sieht. Oh. Normalerweise, ich will ja nichts sagen, aber normalerweise wird die gesuchte Person unbewaffnet und vielleicht mit Handschellen geliefert, dachte ich. Ich lege ihm ein paar Handschellen auf den Tisch. Gut, 3750. Aber ich habe ihn abgeliefert, also. Ich glaube, wir sind hier in etwas hineingeraten, eine laufende Transaktion. Das ist ein großes Missverständnis. Nein, es ist überhaupt kein Missverständnis. Ich möchte bezahlt werden. Für was? Dafür, dass ich meinen Auftrag erfüllt habe. Mein Auftrag war. Weiter. Mein interkulturelles Problem, dürfte ich mich als Übersetzer anbieten? Nicht jetzt, 3PO. Der wirkt gnadenlos überfordert, während er zwischen den einzelnen Beteiligten des Gesprächs hin und her schaut und er sagt, ich kann euch nicht dafür bezahlen, dass ihr ihn einfach in der Tür abgeholt und mit bewaffneten Begleitern an meinen Tisch gebracht habt. Ihr seid Kopfgeldjägerin, ich habe ein Kopfgeld ausgesetzt. Ihr solltet ihn ausschalten und zu mir bringen. Was ist denn das hier für eine Farce? Von ausschalten war nie die Rede. Ich sollte ihn zu euch bringen. Er ist hier und es ist völlig unerheblich, wie lange ich dafür brauche oder wie ich meine Arbeit verrichte. Was hast du denn in Einschüchtern? Tja. Das kann ich sagen, wenn ich den Helm absetze. Ich kann nämlich für einen Charakterbogen nicht lesen, aber das ist kein Problem. Moment. Ich habe das, glaube ich, gar nicht. Nee, ich habe 2 Willenskraft. Warte, und keinen weiteren Punkt? Und kein Einschüchtern, nein. Oh. Ich muss euch wieder auf dem Bildschirm. Ich sehe bestimmt gut aus. So, ich will vor allen Dingen will ich mal von meinen dunklen
Machtpunkten was ausgeben, damit das hier nicht immer so tragisch aussieht. Das heißt, ich werte einen meiner Würfel auf. Du hast Erfolg. Oh. Tatsächlich. Aber zwei negative Begleiteffekte, was in diesem Fall heißt, dass sein Auge zuckt und er sagt, dass die Credits kann ich euch nicht bar geben, sondern dafür müsstet ihr mich wieder aufsuchen oder einige meiner Kumpanen und es wird eine Beschwerde bei der Gilde geben. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das ist kein Problem. Ich kann... 500 weitere habe ich bar. Und lasst mich in Ruhe, Frau. Gut, danke. Ja. Nun, nun, verehrte Anwesende, das ist ja doch eine sehr interessante Situation, in die wir da geraten sind. Ja, ich dachte, dass Quinn deutlich professioneller wäre, als eine solche Scharade hier abzuziehen. Damit hat sich meine Frage erledigt, ob ihr vielleicht wisst, wo die Kopfgeldjägerin oder der Kopfgeldjäger namens Quinn sich befindet. Das bin ich. Ihr wollt damit sagen, ich hätte euch diese Information verkaufen können? Wir hätten euch freundlich darum gebeten. Ein merkwürdiger Zufall, dass Quinn auf der Suche nach Lando Calrissian ist und Lando Calrissian auf der Suche nach Quinn. Das hat sich kürzlich so ergeben. Vielleicht können wir die Situation zu einer allgemeinen Zufriedenheit lösen. Was ist denn der Grund, warum Lando hier von euch gesucht wird? Von in diesem gastlichen Ort? Es gibt Leute, die sehr viel Geld für sein Schiff bezahlen würden. Das ist doch sein Schiff, das klingt mir nach Diebstahl. Nicht, ja, so, ich meine, wenn man sich mit ihm zusammensetzen und unterhalten würde und er es einem überschreiben würde zu einem günstigen Preis, weil man möglicherweise in einer guten Verhandlungsposition ist. Oh, das ist ganz hervorragend. Lando, setz dich doch zu dem Herrn hin. Und dann kannst du mit ihm erklären, ob du dein Schiff verkaufen möchtest. Denk aber dran, dass wir irgendwie noch nach Coruscant zurückkommen müssen. Vielleicht kann ich mich so lange mit Quinn unterhalten. Habt ihr zwei euren Spaß und ich ziehe den Blaster, habe ich ja dabei. Mhm. Wie, was ist es für eine? Ein Holdout-Blaster. Das ist ein kleiner, zierlicher. Ja, ja, aber ich lege den nichtsdestotrotz schön vor mich auf den Tisch und gucke den netten Herrn an. Nun lasset die Verhandlungen beginnen. Luke, viel Erfolg. Müssen wir das wirklich? Wie wär's? Ich gebe euch einfach ein was zu trinken aus und wir vergessen die ganze Sache. Na gut, aber der ganzen Bar bitte. Der ganzen. Anderes Angebot, ich sag euch, wer euer Schiff haben wollte. Luke, was meinst du? Das klingt doch interessant. Oh, nun, du kannst nach Belieben verfahren, natürlich, wie du möchtest. Ich denke, das ein oder das andere ist ein gutes Angebot. Aber ich habe noch nichts zu trinken, deswegen habe ich ja, ganz ja, leichte für die Gruppe zumindest werden wir mit Sicherheit Bedienung. Gut, belassen wir es einmal dabei. Ist ja nichts passiert, mein Großer. Ja, du hast ja nicht so viel Geld verloren wie ich wegen dieser Scheiße. Ich bin aber auch smart. Schuh. Luke und Quinn machen was, wenn sie sich unterhalten wollen? Ich denke, wir stehen noch eine Weile und schauen uns das an. Aber nachdem Lando Schuh gemacht hat, und dieser Typ anscheinend kein Anzeichen macht, zu verschwinden. C3PO. Master Luke? Befinden sich in deinen 6 Millionen Kommunikationsformen vielleicht auch mögliche Interpretationen der Geste und des Wortes Schuh? Ungefähr 37.558 verschiedene. Das ist abhängig von der Situation und vom politischen Klima, manchmal auch von der Außentemperatur. Und auf nun, was ist jetzt in der jetzigen Situation die naheliegendste Interpretation? Hm.
Ja. Vielleicht gehen wir einfach nach da drüben. Ah. Quinn, dürfte ich mit dir sprechen? Gut, ich nehme mein Getränk und folge ihm. Dann setzen wir uns an einen freien Tisch. Ja. Mein Name ist Luke Skywalker. Ich bin ein Jedi-Meister. Ich weiß, dass dein Name Quinn ist und dass du Mandalorianerin bist. Oder Mandalorianer und Kopfgeldjäger. Aber ich habe dir ein interessantes Angebot zu machen, das du zumindest überdenken solltest. Oh. Wenn du dazu bereit bist. Ich brauche immer Geld. Agenten meiner Schwester haben dich gefunden. Es geht nicht um Geld. Also ich meine, ich bin hier an einem sehr öffentlichen Ort. Da kann man wohl schlecht von gefunden reden. Ich meinte nicht gefunden. Ich meinte, sie haben entdeckt, dass du Fähigkeiten besitzt, die über das Normale eines Mandalorianers hinausgehen. Bitte was? Hast du vielleicht schon mal den Eindruck gehabt, du wüsstest, wo sich jemand befindet, obwohl du ihn nicht gesehen hast? Hast du den Eindruck gehabt, dass dein Blaster sich zufällig genau in deiner Hand befunden hat, in dem Moment, wo du ihn gebraucht hast? Ist das möglich? Ja, aber das erste ist ja quasi eine Nase für wo Leute gerade sind. Und das andere, würde ich sagen, sind verdammt gute Reflexe und jahrelanges Training. Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass es die Macht ist, die dich leitet? Oh, die Macht. Diesen Tonfall habe ich vor langer Zeit bei einem sehr, sehr guten Freund von mir gehört. Gut. Und? Was macht er heute so? Er ist der Ehemann einer der einflussreichsten Senatorinnen der Neuen Republik. Hm. Ja, Senatorin würde ich mir auch gefallen lassen, aber worauf wird dieses Gespräch jetzt hinauslaufen, wenn du mir keinen Job anbieten möchtest? Ich möchte dir mehr anbieten als einen Job. Ich möchte dir eine Berufung anbieten. Ich möchte, dass du mit mir mitkommst in den zugegeben noch nicht existierenden, aber doch bald zu gründenden neuen Jedi-Tempel der Neuen Republik und deine Ausbildung zum Jedi-Ritter antrittst. Ob du diese Herausforderung bestehst, liegt ganz bei dir. Ich werde jedoch alles in meiner Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen. Also, was macht man denn so als Jedi? Und wie ist die Bezahlung? Es ist eine gewisse Schwierigkeit, dass ich dich nicht gefunden habe, als du noch ein Kind warst. Jedoch mag das wohl zu einem Zeitpunkt gewesen sein, an dem nun die Verhältnisse noch längst nicht so ruhig, und ich kann sie noch nicht als abgeschlossen ruhig bezeichnen, gewesen sind. Als Jedi bist du eine Friedenswächterin. Du beschützt die Neue Republik. Du beschützt das Gleichgewicht der Macht, beschützt die lebenden Wesen der Galaxis. Du erhältst dafür keine Bezahlung. Wer macht dann sowas bitte und warum? Warum? Was ist dein Anlass, um Bezahlung zu fordern für das, was du tust? Naja, ich brauche eigentlich ständig Geld. Ich bin ziemlich fett verschuldet. Unter anderem auch bei Leuten, die das nicht so gerne haben, wenn man ihnen Geld schuldet. Also es ist relativ dringend, dass ich da ein paar größere Summen zurückbezahle. Außerdem habe ich so Gelegenheit, Leute zu vermöbeln. Es ist auch manchmal ganz gut so fürs generelle Aggressionspotenzial. Außerdem, noch viel wichtiger, das ist es, was Mandalorianer tun. Sie tun Dinge, sie kämpfen. Ich bin geboren, um zu kämpfen. Ich spüre, dass die Macht in dir ist. Nicht wie in allen Wesen, sondern anders. Du hast die Fähigkeit, sie zu nutzen. Du hättest die Fähigkeit, sie gezielt zu nutzen, wenn ich es dir beibringen dürfte. Nun, was deine Schulden angeht, ich weiß nicht, wie hoch sie sind, aber ich möchte, dass du über so etwas stehen kannst wie Schulden und Eigentum.
Ich möchte, dass du keinen Grund mehr hast, Aufträge auszuführen und Geld verdienen zu müssen. Und ich kann dir beibringen, wie du deine Aggression kontrollieren kannst, wie du sie nicht mehr empfindest und wie du keinen Grund hast, um nun ja das zu tun, was du tust, um diesen Aggressionen zu begegnen. Im Gegenteil, ich möchte dir gerne den Weg zeigen, der es ohne Aggressionen ermöglicht, sein Leben zu führen. Was das Kämpfen angeht, ich erwarte als Wächterin des Friedens, dass der Jedi-Orden in den nächsten Jahren und möglicherweise Jahrzehnten vermutlicherweise vielen Herausforderungen begegnen wird. Das heißt, nun ja, du wirst dich nicht langweilen. Es wird genug Kämpfe geben. Kämpft ihr gegen das Imperium? Oder das, was davon übrig ist? Gegen das Imperium, vielleicht gegen andere, die Frieden und Ordnung bedrohen, die Leben bedrohen. Imperium reicht. Ich bin dabei. Ich bin ein Stück weit überrascht, aber das freut mich sehr. Und was Lando angeht, gibt es noch irgendeinen Grund? Ist dein Auftrag abgeschlossen? Ja, wieso? Warum? Also ich habe ihn ja abgeliefert. Was er jetzt mit ihm macht und dass er hier mit ihm nichts machen kann, ist doch nicht mein Problem. Schön, dann haben wir kein Problem. Dann gehen wir doch zurück zu den anderen beiden. Gut. Was für ein erfreuliches Gespräch mit vernünftigen Menschen. Ob es Menschen sind, wissen wir nicht, C3PO. Das ist Quinns Sache, es uns zu sagen oder auch nicht. Bitte um Verzeihung, Master Luke. Dann würde ich das auch den vernünftigen Menschen überlassen und mich zurückzuziehen. Darum würde ich bitten. Also ich werde mich, falls kein Widerspruch existiert, dann... Ziehe von da. Tschüss. Du könntest uns noch einen Gefallen tun. Lando Calrissian wird diesen Planeten verlassen. Es wird nicht notwendig sein, weitere Kopfgeldjäger nach ihm zu schicken. Das würde ich doch auch nicht tun. Nein. Die Sache ist mit großem Verlust geklärt und damit werde ich jetzt leben müssen und mit dem Spott. Wunderbar. Das wäre doch sehr kleinlich von mir, deswegen eine längere Abneigung zu hegen. Beste Kumpels sind wir. Beste ja. Kumpels, aber natürlich. Hervorragend. Dann knibbelt wieder kurz mit einem Fingernagel an seinem Horn, schüttelt den Kopf, dreht sich um und geht weg. Und Luke, wie ist es bei euch gelaufen? Quinn wird uns begleiten. Ja, wunderbar. Willkommen in der neuen Familie. Immer wieder erstaunt, wie schnell Master Calrissian neue Freunde findet. Ja, ich bin auch erstaunt. In der Tasche von Master Calrissian gibt es ein leises Piepen, als sich sein Holocom aktiviert. Hm. Ich weiß es nicht. Guck halt drauf. Büste von Leia erscheint Lando? Ah, ja. Lando. Weder Han noch Chewie haben sich inzwischen gemeldet. Ich ging davon aus, dass sie das tun würden. Kann ich dich bitten... Würdest du in Kessel vorbeischauen und nachsehen, ob es nicht vielleicht einfach ein technisches Problem ist oder irgendetwas anderes? Ich hab kein besonders gutes Gefühl dabei. Ich bin mir sicher, dass Luke und C3PO ein anderes Schiff nehmen können. Auf Nasha da sollte es Shuttles zu allen anderen Planeten in irgendeiner Form geben. Aber natürlich, Lea, ich mache mich gleich auf den Weg. Danke. Es ist gut, dass ich mich auf dich verlassen kann. Immer doch. Ja, Luke, bei Han gab es scheinbar doch Probleme. Chewie hat sich bis jetzt noch nicht bei Leia gemeldet. Ihr werdet ein anderes Schiff nehmen müssen. Ich schaue mal auf Kessel, wie es Han und Chewie so geht. Ich möchte an dieser Stelle mal gerne eine Machtfähigkeit einsetzen. Jawohl. Und zwar Foresee, so ein bisschen vorhersehen. Wenn Leia sagt, dass Han in Gefahr ist, möchte ich gerne mal die Augen schließen und versuchen zu erspüren, was ihm denn so in der nächsten Zeit vielleicht widerfahren könnte. Ich glaube, du hast mindestens 4 Machtwürfe, um Proben zu generieren. 3 habe ich. 3 nur? Ah, Luke ist noch ein Baby. Ja.
Ja, möchtest du einen dunklen Seitepunkt verwenden und damit Konflikt erzeugen und einen hellen Seitepunkt aus eurem Topf verlieren? Nein. Ansonsten ist es, du streckst deine Sinne aus, du fühlst dich hinein und du spürst ein seltsames Chaos und durchaus eine unangenehme Vorahnung, aber keine, die sich klar herausschält oder bei der irgendetwas entstehen würde, wie ein Bild, wie du es schon erfahren hast. Du bist dir ziemlich sicher, dass du Hahn unversehrt wiedersehen wirst. Aber mehr kannst du nicht sagen. Außer, dass da noch irgendetwas anderes ist, wie ein Schatten, wie ein seltsames Gewicht auf der Zukunft. Aber du kannst noch nicht sagen, ob das positiv oder negativ sein wird. Sei vorsichtig, Lando. Ich glaube zwar nicht, dass ihm irgendwas passiert ist, aber irgendwas ist da, was ich nicht durchdringen kann. Oh nein. Vielleicht kannst du. Essen. Und der arme Chewbacca. Vielleicht kannst du hinfliegen und die Angelegenheit klären. Und gib auch mir Bescheid. Ach, Luke, mach dir keine Sorgen. Mit Han wird alles in Ordnung sein. Es handelt sich sicherlich wieder nur um ein kleines Missverständnis, wie immer eben. Und ich werde mich dann baldmöglichst bei dir melden, wenn ich was Neues weiß. Das letzte Missverständnis hat den Carbonit geendet. Ja, aber es hat auch dann gut geendet. Sonst wäre er jetzt nicht wieder in einem Missverständnis, oder? Das stimmt. Quinn, hast du vielleicht ein Schiff? Ich habe kein Schiff. Nun, dann finden wir bestimmt eine Gelegenheit, um von Nar Shaddaa wegzukommen. Bestimmt. Der Raumhafen von Nar Shaddaa bietet Verbindungen in alle Teile der Galaxis. Master Calrissian, passen Sie gut auf R2 auf. Er ist immer so leichtsinnig, wenn er allein unterwegs ist. Naja, R2 wird wohl eher auf mich aufpassen müssen. Und auf Han. Gut. C3PO, du kommst mit uns. Vielleicht brauchen wir dich. Natürlich, Master Luke. Wir würden dann vielleicht nochmal zur Glücksdame zurückgehen, um R2 zu holen, ohne den ich keinen Schritt mache. Das heißt, das ganze Gespräch mit der Sache auf ihn aufpassen war ohnehin überflüssig. Ja. Das heißt, R2 wird mitgenommen, der leise vor sich hinfiebt, mitkommt und dann vorsichtig gegen das eine Schienbein von C3PO donkt und sagt, ich hab's nicht so gemeint. Nun, Quinn, weißt du, wo wir uns hier einen Shuttle besorgen können? Bestimmt. Ich würde mich freuen, wenn du mich nach Coruscant begleiten würdest. Oder? Eure nächste Station? Oder wir fliegen direkt zu unserer nächsten Station. Du bist doch bestimmt auch dafür, dass wir Zeit sparen, oder? Ja. Gut, dann wirst du mir helfen, die nächste Person zu überzeugen, sich uns anzuschließen. Kein Problem, ich bin sehr gut in sowas. Kessel. Nachdem euch die Waffen abgenommen worden sind, Chewie hat lange darüber lamentiert, dass er seinen Bowcaster weggeben muss, seid ihr mit einem kleinen auf Schienen laufenden Shuttle von der Hauptanlage weggebracht worden in einen etwas weiter wegliegenden Teil. Immer mit vorgehaltenen Waffen. Zwischendurch tritt auch jemand heran und hält Handschellen und wirft so einen fragenden Blick zwischen dem Menschen, der offensichtlich das Kommando über die Bewaffneten hat, und euch hin und her. Vielleicht, also ich soll euch die anlegen. Nein, das wird nicht nötig sein. Chewie reagiert ganz schlecht auf Handschellen, nicht wahr, Chewie? Chewie legt den Kopf schief, macht so ein Knacken mit seinem Nacken und mit seinen Knöcheln. Der Mann schluckt wieder ein paar Schritte zurück. Das auf Schienen laufende Bodenshuttle hält dann an in einer weiteren Halle, in der es eiskalt ist und unglaublich trocken. Und die Atmosphäre weiterhin so dünn, dass jeder Atemzug sich anfühlt, als wärt ihr gerade ziemlich lange gelaufen. Oder als wärt ihr in sehr großer Höhe auf irgendeinem Berg, auf einem normalen, angenehmen, bewohnbaren Planeten. Ist das nicht hervorragend?
Der Mensch, der das Kommando über die ganzen Waffenetten hat, kommt auf euch zu. Er hat einen schweren Blaster an der Seite. Er kaut auf irgendetwas leise rum. Die Schicht rückt aus. Ich finde, ihr könntet da mal aus erster Hand ein bisschen Erfahrung sammeln, wie es hier auf Kessel so zugeht. Wir haben Wärmeanzüge für euch. Wollen ja nicht, dass ihr unten direkt erfriert. Ja, wir haben eigentlich noch keine Lust, die Arbeit zu inspizieren. Duel sagte, wir würden hier als Gäste unterkommen. Wo sind denn die Gästequartiere? Vielleicht geht ihr dorthin, um euch die Anzüge mal anzuschauen, anzupassen und anzuziehen, versteht ihr? Aber danach geht es in die Minen, glaubt mir. Das kriegen wir schon hin, euch diese ganze Widerspenstigkeit ein bisschen, naja, rauszuprügeln. Ich meine, Duel sagt, ihr seid Gäste, aber wir haben hier keine Gäste. Wir haben hier nur Leute, die arbeiten. Und es gibt genau zwei Sorte. Diejenigen mit Waffen, und er tätschelt seinen Blaster, die auf den Rest aufpassen, und den Rest, der in der Dunkelheit Kram aus den Höhlen kratzt. Verstanden? In der Dunkelheit? Glitterstim ist lichtempfindlich, deswegen wird es in absoluter Dunkelheit abgebaut. Das klingt nicht so wahnsinnig effektiv, aber na gut. Dann bin ich gespannt, wie wir uns das ansehen sollen. Tastet euch halt den Wänden entlang. Jetzt auf. Das klingt großartig. Da hinten sind die Umzugsangelegenheiten. Rein in die Anzüge. Dann ziehen wir uns doch mal um. Die Anzüge sind ausgesprochen schäbig aussehende und schlecht gewartete Heizanzüge, die dafür sorgen sollen, dass die eisige Kälte, die hier überall herrscht, euch nicht allzu schnell umbringt. Und den für Chewbacca, den musste man offensichtlich erstmal ein wenig zusammenstopfen bzw. ändern. Die Spezies, die zuletzt darin untergebracht war, war zwar so groß wie ein Wookie, hatte aber mehr Arme, die jetzt einfach schnell von jemandem offensichtlich mit Draht abgebunden wurden, damit die keine zusätzliche Energie benötigen. Hinten sind jeweils Energiepacks in die Anzüge eingefügt, die dafür sorgen, dass die Wärme bleibt. Allerdings sehen die auch nicht allzu vertrauenswürdig aus. Laufen Ihre diplomatischen Missionen immer so gut? Die meisten laufen schlechter. Ja, kein Wunder, dass das normalerweise Ihre Frau macht. Die hätte ich jetzt auch lieber dabei. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist doch schön. So die hätte sicher irgendwas Nützliches gesagt eben. Wahrscheinlich. Dafür bin ich nicht so qualifiziert. Genau. Ja, ist ja gut, Chewie. Kämpft ein wenig mit dem Anzug, versucht ihn irgendwie über seine Schultern zu bekommen. Ich versuche, Chewie zu helfen. Geh mal in die Knie. Haut sich hin. Immer noch leise vor sich hin schimpfend. Haben Sie denn schon einen geheimen Masterplan, wie wir hier wieder rauskommen? Ich meine, das ist ja schließlich Ihr Bekannter. Bekannter mag auch vielleicht zu hochgegriffen sein. Wir schauen uns die Sache mal an, so sehr das geht. Und dann, Sie sind doch hier die mit der Macht. Sie werden doch einen Weg finden, uns hier rauszuboxen. Deswegen sind Sie doch dabei. Achso, deswegen haben Sie mich mitgenommen. Na gut. Gibt es eigentlich irgendjemanden in dieser Galaxis, mit dem Sie sich noch nicht verkackt haben? Ist das eine Fangfrage? Ach, vergessen Sie es. Chewie rückt das ganze Ding zurecht, verschließt es an seinem Hals. Es gibt ein leises Knacken und Ächzen, als er sich darin bewegt. Und dann lässt er die Schultern hängen. Entschuldigung? Ich wollte nur zu Chewie sagen, es ist bestimmt nur für ein paar Stunden, Chewie, das wird schon. Ja. Eure Anzüge sitzen ein wenig besser. Und es gibt wiederholtes Bollern dann an der Tür. Fertig? Ja. Na dann? Als ihr rauskommt, steht draußen eine Art Zug aus einzelnen Grafschlitten, die aneinander geschlossen sind, in denen eine ganze Reihe anderer Gestalten in ähnlich abgerissenen Anzügen sitzen wie ihr. Die meisten von denen sehen ausgesprochen abgekämpft und egal welche Spezies, egal welches Alter, irgendwie verschlissen und blass aus. Blass zumindest nachvollziehbar in einer Mine, in der kein Licht herrschen darf. Die Blicke auf euch sind neugierig, aber gleichzeitig auch ein wenig abgestumpft, während ihr angewiesen werdet, mit vorgehaltenem Blaster euch in einen von den Wagen zu setzen.
Und dann auf ein letztes Signal hin diese Kette von Grafschlitten in die Dunkelheit in einen Tunnel hineinfährt. Und während ihr dort fahrt, merkt ihr, dass das Gewicht sich ein wenig verändert an dem Wagen, dass entweder sich jemand aus einem anderen rüberlehnt und sich draufstützt oder versucht, rüber zu klettern. Aktuell könnt ihr in der Dunkelheit, die absolutes, wie angekündigt, nichts sehen, nichts ausmachen, sondern höchstens vage die Wärme von jemand anders in den Atem spüren und vielleicht sagt die Person ja auch etwas, Tim. Hey, halt mal Abstand. Ihr seid neu hier, oder? Ja, woran merkt man das? Wir riechen noch gut. Ihr riecht noch nicht so kalt wie die anderen. Nicht so kalt? Wir riechen kalt. Nein, oder nicht. Wir riechen nicht kalt. Ja, wir sind zur Inspektion hier. Ist alles ein großes Missverständnis. Wir sind gleich wieder weg. Mhm. Hier kommen immer wieder Missverständnisse rein. Ach ja, bist du auch wegen einem Missverständnis hier? Meistens halten sie für ein paar Wochen. Okay, und dann? Dann werden sie freigelassen? Dann kommen neue Missverständnisse. Wie lange bist du denn schon hier? Welches Jahr haben wir? Nach welcher Zeitrechnung? Hast du vom Todesstern gehört? Mhm. Das ist jetzt 11 Jahre her, beziehungsweise 7, je nachdem welchen. Kurz nachdem Alderaan vernichtet wurde, kam ich hierher. Oh. Ah. Also bist du seit 11 Jahren hier, Kleiner. Also ich nehme an, der klingt klein. Es ist schwer zu sagen, wenn die eisige Jung Luft zumindest um euch pfeift, aber ja, er klingt. Es ist schwer zu sagen, er spricht relativ leise, aber du würdest eher denken, jung. Mhm. Ja, freigelassen. Das kann man bei manchen so nennen. Wie bitte? Man kann das bei manchen so nennen, dass sie freigelassen wurden. Mhm. Begnadigt gewissermaßen. Aber du bist doch noch ein Kind. Wie kannst du 11 Jahren hier überleben? Wenn das hier so hart sein soll. Keine Sorge, ich tue mein Bestes. Was? Hey, kommst du in einem Wagen weiter vorne? Wir sind gleich da. Passt auf. Es hat hier in letzter Zeit mehrere von diesen Dingern gegeben. Dinger? Die Wagen werden langsamer. Ihr merkt, dass auch einige sich davon abkoppeln, bis dann eurer endgültig anhält. Und ihr merkt. Ich fall nicht auf. Aus den anderen Wagen steigen Leute aus und offensichtlich wird auch Gerät bereit gemacht. Es ist immer noch absolut dunkel um euch herum, sodass ihr euch nur an Geräuschen vage irgendwie orientieren könnt. An dem Piepen von irgendetwas, das mit einem Energiepack verbunden wird. Und dann einmal ein lautes Dröhnen und ein Knistern, so als würde Sand einen Hang herabrauschen. Auf, sagt jemand in der Dunkelheit. Frische Schicht Glitterstim. Finger an die Wand, rauszerren. Gut, machen wir das mal. Die Wand ist wenig überraschend eiskalt, selbst durch die Anzüge hindurch. Aber offensichtlich ist es auch nötig, um noch das Fingerspitzengefühl zu erhalten. Und ihr merkt, dass die Wand überzogen ist von feinen Bändern, die sich organisch anfühlen und von dem Stein abheben und weich sind in eurer Hand. Hm. Ist das was Organisches? Fühlt sich das an wie ein Tier? Das fühlt sich fast an wie eine Liane oder eine Ranke oder Gummi oder irgendetwas in der Art. Was machen wir jetzt hier, Kleiner? Junge, ist er noch da? Mach einfach das, was ich dir zeige. Ich kann nicht sehen. Was machst du denn? Kannst du hier sehen? Bist du von einer Spezies, die im Dunkeln sehen kann? Ich nehme seine Hand und zeige ihm, was er machen soll. Jemand mit sehr schmalen Fingern greift nach deiner Hand und führt sie zu den Adern und zeigt dir, wie man drum hakt und sie von der Wand wegzerrt. Und dann zu einem Behälter, der an den Anzug drangebracht ist.
bewegt, der offensichtlich lichtdicht verschlossen werden kann. Nach ein, zwei Malen dürfte auch Han das verstanden haben. Rechts sogar Han. Hörst du Chewie sich leise mokieren, als er das dritte, vierte Mal mit dem Kopf an der Oberfläche irgendwo andotzt, weil der Gang offensichtlich viel zu niedrig ist für seine Größe. Und dann könnt ihr auf einmal etwas sehen. Es ist ein ganz schwaches, fahles Licht, das erst bläulich, dann leicht violett schimmert. Ich glaube, meine Augen gewöhnen sich hier dran. Das ist nicht normal, oder? Das hast du vielleicht erst ein, zwei Mal gesehen. Und auch die anderen Zwangsarbeiter rings um euch sehen sich um, schauen auf. Eine von denen sagt, Scheiße. Und dann kommt hinter euch ein glühender, großer Brocken aus der Wand herausgeglitten, als wäre sie einfach nicht fest. Ein Ding, das aussieht wie eine schwebende Masse, am ehesten nacktschneckenartig, die sich leicht undulierend hin und her bewegt und dabei in einem sanften, fast angenehmen Licht, nur dadurch, dass ihr so lange in Dunkelheit wart, ist es ein bisschen zu grell, ein Spektakel an verschiedensten Farben über seine Haut tanzen lässt. Ein Grün, ein Purpur, ein leuchtendes Gold, ein kurzes Aufblitzen von Grün und Blau. Das Ding windet sich, schwebt an euch vorbei, durch einen von den Arbeitern hindurch, der einen entsetzten Schrei ausstößt und dotzt dann gegen die Wand vor euch, die mit diesen Ranken übersät ist, die ihr jetzt sehen könnt, grau sind. Aber sobald die Kreatur sie berührt oder besser das Licht darauf fällt, fangen die an auch zu glitzern und zu schimmern und einzelne Funken von sich zu geben, die mit einem leisen, knisternden Geräusch sich die Fäden entlang ziehen. Das Ding dotzt einmal gegen die Wand, aber durch die gleitet es nicht durch oder besser es wirkt so ein bisschen, als würde es von dem Netz abprallen. Schreckt davor zurück, huscht ein wenig eilig den Gang entlang, einmal an euch vorbei, ein Licht, das einmal alle einzelnen Gesichter, die dem Ding hinterher schauen, beleuchtet und verschwindet dann in den Boden. Sehen wir noch, wo der Typ oder die Person gestürzt ist, die von dem Viech erfasst wurde? Das Licht ist wieder erloschen, aber du kannst hören, wie der sich wieder aufrappelt. Scheiße, scheiße, scheiße. Mist, Dreck. Ist alles okay? Die letzten Funken von dem Glitterstim, das durch das Licht auf einmal abgebrannt ist, leuchten noch ein kurz nach. Und darin könnt ihr eben noch sehen, wie die Person wieder aufsteht. Auch ein menschlicher Mann, sehr hager, mit langen, ungepflegten Haaren. Der sagt, ja, die tun einem nichts. Aber die sind ein sehr, sehr schlechtes Vorzeichen. Ein sehr schlechtes Vorzeichen. Wenn die auftauchen, dann ist man zu tief in den Minen und dann passieren Dinge. Und damit ist es wieder dunkel und ihr könnt ihn auch nicht mehr sehen, sondern nur leise hören, wie er sagt, dann passieren Dinge und Leute verschwenden. Es sind irgendwelche Aufseher in der Nähe gerade? Also, ja, wir sehen ja nichts. Gut, ich würde... Du hast, als das Licht an war, einen Bewaffneten gesehen. Mhm. Schwer zu sagen, ob das derselbe war, der euch zuletzt herumkommandiert hat. Auch in einem Wärmeanzug. Und der trug ein Sichtgerät, das es ihm offensichtlich ermöglicht, in der Dunkelheit etwas auszumachen. Ja, natürlich. Gut, wie weit war der weg von uns? Würde der uns hören, wenn wir miteinander leise reden? Wenn ihr leise redet, vermutlich nicht, weil jetzt wieder die Geräusche losgehen davon, dass mit dem Gerät wieder hantiert wird und Leute an der Wand arbeiten und Dinge davon runterkratzen. Neue Schicht abtrennen, das Spicy ist abgebrannt, das ist nichts mehr wert. Scheiße. Wir sollten ganz dringend einen Aufstand anzetteln. Nur so als Idee. Ja, natürlich sollten wir das. Ja. Wir brauchen diese Nachtsichtgeräte. Wir müssen vor allem diese Leute hier rausbringen. Hey, Kleiner. Bist du noch da? Ihr seid bestimmt die Ersten, die diese Idee haben. Wirklich? Wow, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie heißt du denn, Kleiner? Kip. Und du? Ich bin Han. Das hier ist Chewie. Oh, ich bin Chewie. Mama. Und das ist Mara, ja. Ich habe lange keinen Wookie mehr gesehen. Also kannst du hier sehen im Dunkeln? Nein. Niemand kann hier sehen, außer den Wachen. Gut, wie viele Leute haben denn schon versucht, einen Aufstand anzuzetteln und wie erfolgreich waren sie damit? Naja, sie arbeiten nicht mehr hier. Schon klar. Aber ist irgendjemand mal erfolgreich gewesen damit? Das weiß ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut. Und du kennst dich hier verdammt gut aus, richtig? Ich habe mein halbes Leben hier verbracht. Wunderbar. Und du möchtest auch ganz dringend
nicht den Rest deines Lebens hier verbringen. Du fragst aber, ob ich meine Heimat verlassen möchte? Natürlich, ja. Er würde das nicht wollen. Gut, gut. Ich würde mal Macht tasten, also einfach mal gucken, wie so die Wesen in meiner Umgebung drauf sind, inklusive Kip, um einfach mal so einen generellen Flow zu bekommen. Wie gut ist deren körperlicher Zustand? Wie gut ist deren mentaler Zustand, wenn der überhaupt noch irgendwie ist? Und ja, einfach so Vibes einsammeln. Schau mal einer an, tatsächlich einmal einen helle Seitepunkt generiert. Also, was du spürst, ist, dass die meisten Leute hier nicht krank sind. Krankheit scheint dir eher selten zu sein, aber dass alle in einem schlechten Zustand sind, unterernährt, keine Sonne bekommen haben, was für die meisten Spezies auf Dauer zu Mangelerscheinungen führt und ausgelaugt. Und die meisten von ihnen fühlen sich auch emotional relativ, ja, fast brüchig an, trocken, so als hätten die größtenteils die meisten Emotionen nicht mehr die Energie, die wirklich auszuleben, sondern eher, dass ein grauer Dunst, ein Schleier über allem liegt. Der Einzige, von dem du spüren kannst, dass dann noch deutlich wacher ist, ist tatsächlich der Wachmann, den du aber dann mit dieser übernatürlichen Wahrnehmung auch durchaus ausmachen kannst, wie er jetzt gerade ungefähr 20 Schritt von euch entfernt langsam auf und ab geht und dabei mit den Einstellungen an seinem Anzug herumspielt. Der strahlt in einer Mischung aus Anspannung und Langeweile aus. Anspannung wegen der Erscheinung, die ihr eben hattet, und Langeweile, weil es dennoch sein Alltag ist, einfach hier zu stehen und zu warten, bis ihr mit der Arbeit fertig seid. Gut. Aber also die Leute sind in einer physisch so okayen Verfassung, dass man ihnen eine Flucht oder einen Aufstand zumuten könnte. Die sind nicht so fertig, dass ich das Gefühl habe, die Hälfte stirbt uns direkt bei dem Versuch weg. Nein, eher nicht. Aber vielleicht dann unter Blasterschüssen. Ja gut. Sowas. Die natürlichen Risiken des Lebens als Minensklave. Gut. Und dieser lebensbejahende junge Mann, für den interessiere ich mich ja schon ein bisschen. Der, und das ist tatsächlich deine große Irritation, als du deine Sinne auf ihn wendest, gibt es eine Art Echo. Oh. So, als würde man das Licht in die Augen einer Lothkatze scheinen. Das Licht zurückgeworfen wird, dass auf deinen Tasten hin es eine instinktive, leise Antwort darauf gibt. Spannend. Ich will ihn ja nicht erschrecken. Das heißt, ich würde dann auf jeden Fall mich zurückziehen. Wohin willst du dich zurück? Also deine Sinne zurückziehen. Ich will mich zurückziehen. Wohin? In meine Ecke zu meinem Arbeitsplatz und ein bisschen Gemüse von der Wand kratzen, um ja, beschäftigt zu sein. Interessant. Ja. Und es geht ein leises Beben durch den gesamten Gang. Irgendwo stöhnt jemand angstvoll auf, aber dann herrscht wieder Ruhe. Und wir wechseln die Szene. Sehr schön. Auf dem Weg zu Salesia. Salesia ist ein relativ einsamer Planet im äußeren Rand, der dafür bekannt ist, dass es bemerkenswert gute Söldnertruppen gibt, die immer mal wieder davon kommen, aber dass die Leute vor allen Dingen sehr pragmatisch eingestellt sind. Es ist eine Welt, die immer noch sehr viel Agrarbetrieb hat, der teilweise auch ohne Druiden und ganz normal, also mit tatsächlich Muskelkraft und nicht intelligenten Maschinen hergestellt wird. Und große und ausgedehnte Wälder, in denen sich gute Teile der Zivilisation verlieren. Im großen galaktischen Krieg und dann später während der Rebellenallianz und dem Kampf gegen das Imperium und auch während des Aufstiegs von Thrawn ist Salesia ein Planet gewesen, der immer mehr in den Hintergrund gerückt ist. Viel von der Technologie ist veraltet und läuft nur noch mit einem Gebet und einem Schlag an die richtige Stelle. Und auf so einem Planeten ist es doch eigentlich ganz praktisch, jemanden wie Sha'akavin zu haben, der das Händchen dafür hat, an der richtigen Stelle zuzuschlagen und den ganzen Maschinen leicht zuzurauen und der gleichzeitig auch zu seinem Vergnügen einfach in den Wäldern verschwinden kann und in der grünen und fruchtbaren Natur von Salesia, wenn er seine Ruhe von dem Rest der Zivilisation haben will. Also Ruhe ist ein bisschen unterbrochen worden vor ein paar Tagen, als du eine Nachricht bekommen hast.
Und das ist eine Aufzeichnung, die über deinen Holo-Empfänger reinkam, der eine Frau zeigt mit fedrigem, hellem Haar und einem nachdenklichen Gesichtsausdruck, der sagt, und dann, als würde sie etwas ablesen, Sha'akawin, ich bin Quisux. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Ich erinnere mich allerdings an alles und deswegen erinnere ich mich auch an dich und deinen Namen und sende diese Nachricht an dich wie an viele andere heraus. Ich bin auf einer Einrichtung. Ich bin auf einer Einrichtung des Imperiums. Allerdings habe ich neuere Erkenntnisse gewonnen, die mich nachdenklich machen über die Art von Arbeit, die ich hier verrichte. Ich weiß, dass wir nur 2 Semester lang kurze Begegnungen hatten auf einer Ingenieursakademie, wo ich als Gast 1-2 Vorlesungen besucht habe, während du normal studiert hast. Dennoch, vielleicht hast du das Interesse daran, mir in irgendeiner Form zu helfen. Ich habe ein paar vage Koordinaten über meinen genauen Aufenthaltsort, weiß ich nicht Bescheid. Aber ich habe den Verdacht, dass wir uns in der Nähe des Schlundes befinden. Es wäre mir sehr recht, wenn du dies weiterleiten könntest an jemand anders oder selbst Aktionen ergreifen. Zur Sicherheit werde ich noch alle anderen Personen, an die ich mich erinnere, die vielleicht Interesse haben könnten, Nachrichten rausschicken, aber ich kann nicht garantieren, dass sie sie erreichen. Insofern will ich nicht sagen, dass du meine letzte Hoffnung bist, aber du bist eine statistisch wichtige Zahl in einem Netzwerk, das ich versuche zu spannen. Danke für deine Aufmerksamkeit. An das Gesicht kann ich mich zumindest nicht erinnern. Imperium. Schlund. Naja. Mit Imperium ist irritierend, da selbst du auf Salissia mitbekommen hast, dass das Imperium nicht mehr existiert. Also es gibt immer noch Teile davon, die behaupten, das wäre nicht so, aber offiziell, zumindest den meisten Nachrichten nach, ist das Imperium gefallen. Ja, ich wundere mich ein bisschen über die Nachricht, aber naja, so, wie gesagt, so leicht sagt mir das Gesicht jetzt noch ein bisschen was, aber jetzt nicht so instant. Und ich werke erstmal an so einem Ding weiter, das gerade noch vor mir steht, mich jemand eben drum gebeten hat, mich mal drum zu kümmern. Die anderen kommen auf Salissia an und stellen fest, dass der Raumhafen ein unorganisiertes Chaos ist, nachdem ihr nach mehreren Wechseln von Shuttles dort endlich angekommen seid. Mehrere Leute mit unterschiedlichen Abzeichen stehen vor euch, die auf unterschiedlichen Sprachen von euch irgendwelche Dockinggebühren und andere Dinge verlangen dafür, dass ihr den Luftraum betreten habt, dass ihr gelandet seid, dass ihr jetzt die Luft hier auf Salissia atmet, ob man euch irgendwie Unterkunft besorgen könnte oder anderweitig irgendetwas Interesse wäre. Da wir mit einem Shuttle gekommen sind oder jemanden bezahlt haben, dass er uns hier hinfliegt, ignoriere ich die erste Hälfte der Anfragen. Was denn, Herr Wirrwarr? Also, Master Luke, dieser hier hätte gerne eine Steuer für die Atemluft. Dieser hier meint, dass es sein Raumhafen wäre und wir hier zahlen müssten, um zu landen. Und dieser Herr da möchte uns, glaube ich, nur Wasser verkaufen. Ausgezeichnet, 3PO. Vermitteln Sie doch aneinander, bitte. Es sind mehrere verschiedene Spezies, unter anderem ein sehr hartnäckiger Alina, die sind relativ klein und blau mit an Haifischen erinnernden Szenen, der mit mehreren Gerätschaften hantiert und hinter euch leise schnatternd hinterherläuft noch eine ganze Weile. Belagern euch aber insgesamt lässt sich das Stückchen für Stückchen klären, dass ihr ein wenig aus dem ganzen Trubel heraustreten könnt. Kasche Manjali Jana, Tedior. Manjali, na, na, na. Da komm noch an, ihr Messe. Das ist Johanna. Ah, so kann er nicht. Letzte von denen dreht um und tappt davon. Nun, Quinn, wir suchen jemanden namens Sha'akawin. In den Aufzeichnungen ist es nicht ganz klar, welcher Spezies er angehört. Zumindest könnte hier ein Fehler vorliegen, denn es sind mehrere angegeben. Nun, du bist die Expertin darin, Personen ausfindig zu machen?
Wie technisiert sind die denn? Gibt es irgendwelche Infocoms hier oder sowas? Oder? Es gibt tatsächlich etwas, was nach einer altmodischen imperialen Informationssäule aussieht, wo jemand sämtliche Nummern und alle anderen Sachen abgeschliffen, sie neu gestrichen und dann unter einem Sonnenschirm, an dem mehrere Solarkacheln aufgehangen sind, aufgestellt hat. Hm, und dort sind auch regelmäßig Leute zugange und rufen offensichtlich Informationen ab. So sehr das zusammengebastelt aussieht, es wirkt so, als würde es funktionieren. Wunderbar, dann stellen wir uns da mal an. Es dauert einen Moment, während vor euch offensichtlich irgendjemand versucht, Steuerfragen zu klären und dann irgendwann geschlagen abzieht. Aber danach habt ihr Einblick unter anderem in das Melderegister. Prima, dann schlagen wir doch einfach mal nach. Ich weiß zwar nicht, wie man diese Person schreibt, aber irgendwie so grob wird es vielleicht schon hinkommen. Ich kann dir mein Pad zeigen. Mhm. Eine Twi'lek-Frau hinter euch, die schon ein bisschen dringelt, schaut euch über die Schulter. Ihr sucht Chaaka? Ja. Oh, schön. Er hat das hier unter anderem zusammengebastelt. Oh, das ist sehr hilfreich. Wo können wir ihn denn finden? Ich glaube, er ist gerade auf einer der Plantagen draußen und repariert irgendetwas. Mhm. Da findet man Chaaka meistens, bastelt irgendwas zusammen. Ja, irgendeine Ahnung, welche Plantage? Tarufu, glaube ich. Mhm. Wo finden wir die? Ja, mit dem, naja, ihr müsst von hier aus ein bisschen nach Osten, aber da gibt es eine Trasse, die in den Wald geschlagen ist. Ihr könnt einen Landspeeder leihen oder zu Fuß gehen oder reiten, wie es euch lustig ist, aber innerhalb von einer halben oder je nachdem, wann ihr zu Fuß seid, dann doch eher ein paar Stunden solltet ihr dann südlich der Straße die Tarufu sehen. Kennen Sie jemanden, der uns einen Landspeeder vermieten kann? Zufälligerweise könnte ich euch einen Landspeeder vermieten, wenn ich kurz an die Säule dürfte. Ihr braucht sicher jetzt nicht mehr, richtig? Ja, natürlich. Gut. Wunderbar. Ein paar Minuten und ein paar Credits später habt ihr tatsächlich einen gemieteten, ebenfalls bunt zusammengeflickten, aber dafür erstaunlich gut laufenden Landspeeder, mit dem ihr euch durch den Wald bewegt. Ich fahre. Ist das so, ja? Gut. Ja, ich habe bezahlt. Es geht nach Osten raus. Tarufu-Plantage heißt offensichtlich, dass es einfach ein Teil des Waldes ist, der ein ganz kleines bisschen geordneter wirkt als der Rest, aber immer noch wild mit Lianen überwachsene Bäume darstellt, in deren Mitte aber eine kleine Station eingerichtet ist, wo verschiedenste Leute zugange sind. Chaaka Vin ist da offensichtlich, wenn wir kurz zu Daniel wechseln, wieder da. Aber deine Chefin hier vor Ort, eine Togruta, hochgewachsen, namens Sekero, neigt sich über dich. Ah, sehr gute Arbeit. Ich schätze mal, dieses Provisorium wird wiederhalten, bis die nächste Flut kommt. Naja, besser als ganz kaputt zu bleiben, ne? Aber ja, es wird schon gehen. Und wenn nicht, sagst du einfach Bescheid. Ich komme vorbei, dann kann nicht mehr viel kaputt gehen daran, bevor es komplett implodiert. Von daher. Ja, ich hoffe, dass das mit der Implosion noch eine ganze Weile auf sich warten lässt. Sie schaut auf, als der Landspeeder sich langsam der Plattform nähert, auf der ihr euch gerade befindet, wo die meisten von den Kommunikationsgeräten und von den Druidensteuerungsgeräten und dergleichen angebracht sind, an denen ihr gerade gearbeitet habt. Ich hätte eigentlich noch keine Inspektion, Besuch oder sonst irgendwas erwartet. Du? Nicht, dass ich es wüsste, aber ach, wahrscheinlich wieder nur irgendjemand, der was repariert braucht. Aber Herr Gott, das kriegen wir ja alles hin. Na, hast du irgendwas da zum Händewaschen gerade mal? Ich habe mir ein bisschen Sponsor gemacht. Ne? Bin mal gerade ja, klar, ich hole den Lappen. Die Pfoten, danke. Und ich schnapp mir natürlich meine gute Flasche und trinke erstmal einen Schluck. Ich meine, harte Arbeit, ne? Naja, okay. Ja, ich könnte noch eine Spule holen irgendwann mal. Und eigentlich, wenn ich es richtig sehe, könnte ich eigentlich auch ein bisschen Lack holen. Ich meine, ein bisschen schön machen das Ding. Vielleicht hältst du das ein bisschen länger. Das wäre auch mal eine Idee. Unseren drei Leuten im Landspeeder kommt eine hochgewachsene Togruta mit braunroter Haut und einer sehr starken, ausdrucksstarken, fast an einen Raubtier. Ne, Togruta sind Raubtiere, aber ein Nexu für leicht erinnernde Zeichnung auf Gesicht und Armen entgegen, die einen Eimer und einen Lappen in der Hand hat,
und den Kopf leicht schief legt in Ermangelung einer anderen Geste. Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ihr habt euch vertan. Nein. Wir haben uns nicht vertan. Bist du Sharka Widen? Ich? Nein, nein. Ich bin Sekeru. Ich bin Luke Skywalker. Das ist Quinn. Der ist sehr gut. Den bringe ich das nächste Mal auch. Entschuldigung. Ich bin Palpatine. Was kann ich für euch tun? Ich verstehe den Humor nicht. Imperator Palpatine ist seit vielen Jahren tot, das weiß jeder. Ja, ist auch nicht viel unwahrscheinlicher, als dass Luke Skywalker auf meiner Plantage auftaucht. Also, ich weiß nicht genau, was ihr hier wollt. Falls ihr ein Problem unter normalen Umständen würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit ungefähr 1 zu 734 Milliarden ist. Aber im Moment würde ich sagen, sie ist 1 zu 1. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich niedriger, denn ich habe gesehen, wie ein Reaktorschacht hinuntergestürzt ist. Hinuntergeworfen wurde, besser gesagt. Luke Skywalker? Der sogenannte Imperator. Palpatine. Ah ja, das ergibt mehr Sinn. Aber was ich sagen wollte, falls ihr Probleme mit dem Speeder habt, dann könnt ihr euch sicher mit neuem Motivator oder sowas aushelfen. Wenn ihr was trinken wollt, sicher auch. Aber ansonsten könnt ihr hier natürlich Seidenlier ankaufen, wenn ihr Interesse habt. Aber ich gehe davon aus, das war nicht die Absicht. Nun. Master Luke wollte das noch aus Ausdruck bringen, dass wir nach einem gewissen Sha'akavin suchen. Wenn ihr so gütig wärt, uns den Weg zu weisen. Was wollt ihr denn von Sha'akavin? Wir wollen ihm ein Angebot machen. Sha'akavin kann das auch gerne hören, das Gespräch. Ich höre es so nebenher, lehne mich so an den Baum und ich gucke nicht hin, ich höre nur hin. Ich will mich ja nicht zu nahe treten, Entschuldigung, aber Sie? Er? Nin? Okay. Sieht aus wie Kopfgeldjäger. Sharka ist ein ordentlicher Junge. Oh, ich bin nicht beruflich hier. Also, ich bin im Ruhestand. Es ist außerdem richtig, dass Quinn aussieht wie ein Kopfgeldjäger. Aber nicht alles weckt auch den Schein, den es hat. Ich kann euch nicht folgen. Guter Mann. Okay, wenn ihr mit Sharka Quinn nur reden wollt. Finn! Ja. Hier sind Leute, die wollen was von dir. Wahrscheinlich was repariert haben, nehme ich an. Außerdem ist hier dein Lappen. Sie kommt an dir vorbei, drückt dir den in die Hand. Dankeschön. Was ist los mit eurem Speeder? Die 36 müsste eigentlich super laufen. Die habe ich erst letzte Woche repariert. Oh, sie hat ein bisschen gewackelt, aber ich bin quasi mit einem Landspeeder aufgewachsen, also konnte ich das selbst reparieren. Naja, gut. Wenigstens einer, der mal selbst was reparieren kann auf dieser Müllhalde. Na, ich mache nur Spaß, ist ein wunderbarer Platz hier. Ihr habt nach mir gesucht, was darf es denn sein, wenn ich für euch nichts reparieren soll? Wollt ihr mit mir einen Waldspaziergang machen? Ich kenne hier ein paar Superflecken. Quinn, willst du Sharka Widen vielleicht erzählen, warum wir hier sind? Also, die Sache ist ganz einfach. Wir sind hier, um dich abzuholen und du kommst mit uns um einen neuen gucken, ob ich das richtig verstanden habe, Jedi-Orden zu begründen. Sekunde, okay. Ihr kommt an und meint, das da ist Luke Skywalker, ne? Dann ist der goldene Knirps da sicherlich, wie hieß der nochmal, R2-D2, irgendwie sowas in die Richtung. Und du, Kopfgeldjäger, sagst mir, ihr wollt eine Jedi-Akademie aufmachen und mich mitnehmen. Könntet ihr euch vorstellen, dass es unter Umständen ein ganz klein bisschen fantastisch wirkt für jemanden, der hier auf so einem Planeten wohnt, sowohl für mich als auch für jeden anderen hier? Dass es ein bisschen fantastisch klingt. Ja, also ich würde es mir auch nicht glauben. Ich würde denken, ich würde dich verarschen. Aber das ist die Wahrheit. Glaubst du, wie diese ganze Geschichte oder zumindest eine ähnliche auf einen jungen Mann von Tatooine wirkt? Also nur mal so unter uns, ja. Er hat mir das so verkauft. Ich habe es ihm jetzt mal abgenommen. Es kann auch sein, dass er mich total verarscht. Aber dann sind wir schon zwei, die richtig dick sauer auf ihn sein können. Gut. Naja,
ich sag mal so, ein paar Urlaubstage habe ich sowieso. Aber wenn sie tatsächlich Luke Skywalker, der Luke Skywalker sind, dann hätten sie vielleicht unter Umständen Interesse hieran. Und ich nehme eben die Holo-Aufzeichnung raus, die ich mir vorhin ja erst angeguckt habe, und würde sie eben Luke zeigen. Um es zusammenzufassen, eine Frau namens Quizux sagt, du erinnerst dich vermutlich nicht an mich, aber ich erinnere mich an dich, weil ich nichts vergesse. Wir hatten mal zwei Semester eine Weile parallel, die ich teilweise mitbesucht habe. Ich bin auf einer Einrichtung des Imperiums und mache mir Sorgen über die Gesinnung oder die Richtung der Forschung hier. Ich glaube, ich befinde mich in der Nähe des Schlundes und du bist zwar nicht meine letzte Hoffnung, aber eine statistisch wichtige Nummer. Und ich schließe es wieder und stecke es wieder weg. Ich selbst kann damit nicht das Allermeiste anfangen, denn soweit ich weiß, existiert das Imperium nicht mehr. Das Imperium, immer noch schreckliche Gesellen. Davon sollte man sich fernhalten. Es existieren immer noch Splittergruppen. Die Neue Republik hat sie noch nicht alle, nun nennen wir es, eines Besseren belehrt. Was willst du uns damit sagen? Ist das eine Person, die du kennst? Braucht sie Hilfe? Ich kann mich nicht mehr glasklar daran erinnern, diese Person wirklich getroffen zu haben, aber ich sag mal so, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen. Wenn es darum geht, dass irgendwas mit dem Imperium noch ist und mich zumindest irgendjemand kennt und meint, ich könnte ihm helfen, weil da irgendwas schief läuft, dann schätze ich, sollte das für die Republik und vor allen Dingen Luke, den Luke Skywalker, doch ziemlich wichtig sein. Und ich würde gern dabei helfen, was auch immer das ist, aufzuklären. Mir scheint, du hast ein Interesse daran, Licht in diese Angelegenheit zu bringen und auch einen gewissen Frieden herzustellen. Das ist gut. Das ist deine Motivation, die wir zusammen verfolgen können. Ja, dann lass mich nur noch mich kurz verabschieden, damit die Leute Bescheid wissen, dass sie so schnell oder dass sie sich jemand anders suchen müssen, der ihr Zeug repariert und dann ja, so viel habe ich gar nicht zu mitnehmen. Deswegen, ich bin gleich wieder da. Sekero nähert sich der ganzen Situation wieder. Du lässt dich doch nicht von denen verarschen. Ich habe keine Ahnung, was die mit dir vorhaben, aber gehst du nicht einfach mit denen mit? Naja, ich sag's mal so, ich mache halt einfach ein bisschen Urlaub. Kann ich mir doch auch mal gönnen oder einfach auch mal die Füße breit machen und schön mal vom Planeten weg. Ich komme ja wieder. Ne? Ist nicht so, dass ich für immer weg bin. Ungefähr, du weißt doch, ich habe ein Gespür für Leute. Ich weiß, du hast so ein Gespür für verschiedenste Sachen. Siehst du? Aber hört mal, wie auch immer ihr sein sollt. Ich habe nicht viel Geld, aber ich werde alles auf euren Kopf aussetzen, wenn ihr dafür sorgt, dass der Junge hier verloren geht. Was? Sie dreht sich zu C3P um. Du hast doch gerade was gesagt, oder? C3PO, Roboter-Mensch-Kontakte. Sekero, Shaka Win, Rest der Welt-Kontakte. Ah, sehr erfreut. Ja. Ich kann euch versichern, dass Master Luke zu den vertrauenswürdigsten Menschen auf dieser Galaxis gehört. Ihr habt sogar den Droiden überzeugt davon, dass ihr das wärt. Was würde dich denn überzeugen? Skywalker ist ein Jedi, oder? Lest meine Gedanken oder lass was schweben oder so? Nun, ich möchte nicht ihre Gedanken lesen, aber ich schaue gerade mal hier. Ich schließe die Augen und konzentriere mich darauf, was es hier in der Gegend an lebendigen Wesen gibt, durch die Macht strömt. Und dann erzähle ich, genau, jetzt fange ich an zu erzählen. Nun, auf eurer Farm befinden sich noch drei andere Personen, zwei davon ruhen, eine davon ist aufgebracht. Sie scheint etwas verloren zu haben oder ihr ist etwas kaputt gegangen. Um uns herum ist offensichtlich das Land voller Leben. Es sind zwei Raubtiere unterwegs. Sie nähern sich der Farm von Süden, aber sie scheinen ihre Sinne auf andere Beute gerichtet zu haben.
Und das, was Sharka Win hier repariert hat, das wird in ungefähr 2 Tagen wieder kaputt gehen, aber an anderer Stelle. Ich glaube, die repariert ist, wird halten. Aber da ist ein lockerer Bolzen. Darf ich mal? Ja. Wurschtel ich so ein bisschen in der Maschine rum und sage, ja, hier. Interessant. Ja, auf Tatooine hatten wir die auch. Das sind diese Ständerteile, die gehen immer kaputt. Lass mich das mal sehen. Wie konnte ich denn das übersehen? Okay, er hat recht. Das ist ja wirklich kaputt gegangen in 2 Tagen. Ja, vielleicht auch in 3 Tagen, je nachdem, wie oft die Maschine in Benutzung ist. Aber du hattest die Absicht, sie durchgängig laufen zu lassen, um den Verlust wieder aufzuholen. Ja, natürlich. So habe ich daran geholt. Fein, fein. Ich bin überzeugt. Gut. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht irgendwie unhöflich sein oder so. Ich hoffe, Jedi sind nicht rachsüchtig oder sowas oder kleingeistig oder so. Sie schaut fragend Quinn an. Er ist. Also, das Rachsucht ist. Rachsucht ist den Jedi fremd und widerspricht unserem Kodex. Und so wird es auch bleiben. Es wird also nicht nötig sein, dass du das Geld, das du hast, du sagst, es sei wenig, aber glaub mir, es gibt genug in der Galaxie, die deutlich weniger haben als du. Denn du hast deinen inneren Frieden, auch wenn du gerade etwas verwirrt scheinst, haben. Und deswegen behalte dein Geld. Du musst kein Kopfgeld auf uns aussetzen. Wenn du mit mir reden willst, dann wende dich an die Neue Republik. Schicke eine Nachricht nach Coruscant zu meiner Schwester, Senatorin Leia Organa. Ja, klar. Ich schicke einfach Leia Organa eine Nachricht. Ja. Oder schick sie an Sharka Win, denn so wie ich das verstanden habe, hat er sich bereit erklärt, mich zu begleiten. Nach dieser Demonstration definitiv. Meister Luke? Macht man da irgendwas Besonderes bei Jedi? Das ist eine gute Frage. Ich war ehrlich gesagt, habe ich mich noch nicht in den Förmlichkeiten verloren, sondern mich erstmal den Hauptherausforderungen angenommen, euch zu finden. Es gibt mehr wie euch, die Kontakt mit der Macht haben, die in der Lage sind, die Macht zu nutzen, zu lenken, sie durch sich durchfließen zu lassen. Sharka Win, du bist offensichtlich ein begabter Ingenieur und reparierst Dinge. Das, ja, ich finde eben die Feder daran, dass es keine Ahnung, woher das kommt. Eine Art Intuition? Ja, es ist einfach so, ich gucke mir was an und denke mir so, wo könnte der Fehler liegen? Bäh. Das ist eine große Gabe, an der wir arbeiten werden. Vielleicht wirst du auch eines Tages hierhin zurückkommen, wenn sich nun die Gelegenheit ergibt. Aber es wäre besser, wenn es keine solche Gelegenheit gibt. Ja, aber ich werde doch mal zu Besuch hierher kommen können. Ich lasse doch meine Kumpadres hier nicht einfach so komplett im Stich und sehe sie nie wieder. Oder? Das wird deine Entscheidung sein. Naja. Aber jetzt haben wir erstmal andere Sachen zu erledigen, schätze ich mal, denn, und ich wackel nochmal mit dem Moloped rum. Diese imperiale Einrichtung. Ich glaube, das gewährt nicht viel Aufschub. Wie kommen wir hin? Naja, als erstes mal weg von dem Planeten, würde ich sagen. In der Nähe des Schlunds. Gut. Hast du zufällig? Da muss ich den Spieler dann fragen. Nee, das Schlund, weil jetzt bin ich natürlich komplett komplett lost. Ist der Schlund hier auf dem Planeten? Nein, der Schlund ist eine sehr gefährliche Gegend des Raumes. Es ist in der Nähe von Kessel. Bekannt dafür, dass man nicht zu nah heranfliegen sollte. Nun, ich habe ein paar Freunde, die gerade in der Nähe sind. Vielleicht können wir sie dort aufsuchen, wenn ihre Geschäfte erfolgreich abgeschlossen sind. Dann könnten wir uns diese Sache gemeinsam anschauen. Nun, euer Speeder funktioniert, meiner steht da drüben. Machen wir uns auf den Weg, Meister Luke. Möchtest du deinen Speeder vielleicht hier lassen und nicht am Raumhaufen? Ach, den kann dann irgendjemand anders benutzen. Ist Nummer 87, von daher. Gut. Das heißt, für die kleine Gruppe geht es zurück zum Raumhafen. Während ihr euch noch darum bemüht,
einen weiteren Shuttleflug in irgendeiner Form buchen zu können, gibt es ein leises Fiepen von R2, der sich in das lokale Netzwerk auch eingeschaltet hat und der dann auf euch zurollt und anfängt, sobald man ihm auch nur die geringste Aufmerksamkeit widmet, ein kleines Hologramm auf den Boden zu werfen, das einen Lando Calrissian zeigt, der sich in seinem Sitz zurückgelehnt hat und sagt, Luke, Quinn, eine kleine Schwierigkeit. Ich habe versucht, hier in Kessel Kontakt aufzunehmen mit den Leuten und nachzuforschen, was mit unserem Freund Han geschehen ist und mit seiner Begleitung. Die haben hier im wahrsten Sinne des Wortes die Schotten dicht gemacht. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Also, ich weiß es nicht, womit ihr gerade beschäftigt seid, aber vielleicht sollte man sich hier in der Nähe mal treffen und schauen, ob man in irgendeiner Form da ein bisschen die Daumenschrauben anlegen kann. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass die zwei einfach so freiwillig verschwunden sind. Oh, drei. Mara Jade hatte ich für einen Moment vergessen. Wie konnte mir das passieren? Wie auch sei. Ich hoffe, wir sehen uns. Nun, es ist selten Zeit für eine einzige Aufgabe. Wir werden wohl mehrere auf einmal erledigen müssen. Wir sollten ein Schiff finden. Das heißt, Leute, die unangenehme Masken und Helme tragen, können sie absetzen. Dies ist der Weg! Entschuldigung, nein, ich werde dich nicht zwingen, deinen Helm abzusetzen. Es ist schon in Ordnung. Das wäre wahrscheinlich besser, wenn ich ihn nicht absetzen würde, weil ich wahrscheinlich aussehe wie ein Panda-Bär. Und oh ja, meine Haare sind auch sehr gut. Oh nein, meine Haare. Was hast du gegen Panda? Haare sind weg. Alle Leute verändern sich. Perücken auf, Perücken ab. Dinge ins Gesicht geklebt. Also, das war unsere erste Runde und eine Art Testballon auch, wie das funktioniert und ob wir das hinkriegen. Und ich habe mich sehr ausführlich zu bedanken an allen meinen Mitspielenden. Erstens für Anselm, der extrem viel Verantwortung aufgebürdet bekommen hat und die Aufgabe, sich wie ein Jedi-Meister zu verhalten, was ich finde, er sehr gut gemacht hat. Ja. An die liebe, liebe Ivy, die in Windeseile Perücken und Helme wechselt, hin und her von einem Charakter zum nächsten. Wie gesagt, sobald wir aus den ersten Stories raus sind, sollte das weniger das Problem sein, weil wir dann mehr den neuen Charakteren den Raum überlassen werden oder wirklich genau sagen können, diese eine Folge ist nur Mara Jade, diese eine Folge ist tatsächlich nur Quinn. Kein Problem, jahrelange NSC-Erfahrung. Vielen, vielen Dank an Daniel, der sich, was ist das, Isolierband ins Gesicht geklebt hat für Mirialla an die Tätowierungen? Ja. Klappt super. Übrigens, geile Perücke auch. Danke. Auch zusammen mit dem Jackenoutfit, der Kostümaufwand, der hier betrieben wird. Ja, Wahnsinn. Beschämt mich fast ein wenig. Ach was, nächstes Mal machst du auch mit, Maggie. Ich hab mir schon eine Leia-Gedächtnisfrisur gemacht, ja, mit Zöpfchen, die hier alles zusammenhalten. Stimmt. Das war mehr Aufwand als meinen Helm aufzusetzen und meine Perücke zusammen. Ja, siehst du, ich habe alles fertig. Ihr habt alle mehr Aufwand betrieben, als ich, der meine schon im Regal liegende Star Wars-Jacke einfach angezogen hat. Vielen, vielen Dank an Tim und seine hervorragende C3PO-Imitation. Oh ja, Tim, du bist dafür geboren. Die war dir zu sagen. Das war hart. Ich musste ständig lachen. Ja. Und in diesem Helm geht das nicht. Und zu guter Letzt vielen, vielen Dank, Nico, dass du dich unter deinen Tisch verkriechst. Also, das war meine Leistung heute. Ich habe mich unter deinen Tisch gelegt. Ich fand aber auch, dass du den zusammengekniffenen, augenverwegenen Handblick ziemlich gut hingekriegt hast. Ist ja nicht so, als hätte ich das jahrelang vom Spiegel geübt. Stimmt, das stimmt. Nein, auf keinen Fall. Nein. Das wird doch niemals passieren. Also, ich bin sehr beeindruckt von euch. Ich bin sehr zufrieden mit euch. Ich hoffe, dass ich mich nicht zu oft verbaselt habe. Und ich bin vor allen Dingen auch sehr beeindruckt vom Chat. Übrigens, danke für die vielen Abos, die gerade von Chavis verschenkt wurden. Dafür müssen wir direkt noch jemanden nach dir benennen demnächst. Und daran, dass der Chat tatsächlich wieder ein Eigenleben entwickelt hat und die ganze Zeit die Senatsverhandlungen, die nach dem Abschied von Luke liefen, im Chat weitergesprochen hat. Vielleicht kopieren wir das in der nächsten Folge in das Bild rein, damit das festgehalten wird, wenn das weitergeführt werden soll. Wir können auch Rollen verteilen, wer welchen Planeten repräsentieren soll in Zukunft. Oder wie das aus.
Kann das vielleicht der Wartescreen sein? Also so, wir müssen wahrscheinlich ungefähr um 19:30 dann anfangen, damit so in Star Wars-Manier dieser ganze Text durchlaufen kann. Ich schaue, ob ich das Ende hinkriege. So 537. Nachdem im letzten Jahr Antrag B auf Paragraf 15.567 der neuen Verfassung einen kontroversen Anhang bekommen hat, hat sich der Senat selbst mit Verfahrensfragen aufgehalten. Weißt du, der Crawl startet auch direkt mit Diplomatie, Ausrufungszeichen. Und dann den weiteren Ausführungen. Ich finde es schön, dass wir die Prequels eigentlich alle gar nicht so geil finden, aber noch nicht so schlimm, dass wir sie nicht zitieren würden. Den Senat mit Verfahrensfragen aufhalten kann man immer zitieren. Ja, es war mir eine Freude. Das hier wird jetzt ein regelmäßiger Slot. Das heißt, der Mittwoch wird sozusagen getauscht zwischen den 7 Gezeichneten und Star Wars. Das ist der Plan für die nächste Zukunft. Und den verbotenen Landen, oder? Und den verbotenen Landen. Und die verbotenen Lande, ja. Exakt. Das heißt, also der Plan ist 7 Gezeichnete, 2-mal im Monat, einmal im Monat verbotenen Lande, einmal im Monat Star Wars, beziehungsweise je nachdem, wie es mit den Wochen aufgeht. Weil Wochen halt, weil Mittwochs, also hängt ja dem Tag, nicht am Datum. Wie jede auch Woche immer. Hat einen Mittwoch. Das heißt, wir werden auch durchaus noch mehr von, also Evie ist ja sowieso dann schon mal in zwei, nein, Evie ist in allen dreien. Huch, Güte. Das heißt, jedes Mal werden wir Evie wiedersehen, aber Daniel und Anselm wollten auch in den verbotenen Lande einsteigen. Und Tim ist auf jeden Fall ja auch noch bei den 7 Gezeichneten. Das ist reiner Pragmatismus. Es ist leichter, sich jeden Mittwoch zu merken, als genau. Drei Mittwoch. Das ist der einzige Grund, warum ich denn immer mittwochs hier bin. Dann muss ich mir nicht merken, oh, Donnerstag, oh, Montag, oh, Mittwoch. Oh, Montag. Ich muss mir Montag immer noch merken. D&D und Frostmaiden, genau. Aber nur einmal im Monat. Ja, wir haben wirklich versucht, alles auf den Mittwoch zu legen, damit das einfacher wird. Aber es ist einfach immer noch zu viel. Kein Problem. Aber wir geben unser Bestes. Vielen Dank dafür, dass wir mitspielen dürfen. Oh yes. Vielen Dank auch an allen Leuten, die uns zuschauen, sowohl live wie nicht live. Niemand heißt live, ich meinte sowohl. Ich kenne ein Live. Ja, okay, also live gestreamt. Also danke live. Okay, danke live fürs Zugucken, aber auch danke auch allen, die nicht live heißen. Und okay. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr auch Gespalter TV natürlich folgt, abonniert und alles, was man sonst noch so sagen muss, weil es doof klingt, aber halt gut ist. Und ja. Freuen uns natürlich auch dann, wenn ihr Spaß dran habt, uns zuzuschauen beim Performen als Charaktere, die so krass sind, dass es auf jeden Fall totale Herausforderung ist, überhaupt zu versuchen, an ihre manchmal doch sehr komische Art ranzukommen. Ja, du hast ja schon den schwersten Job, das stimmt ja. Han ist ja einfach nur ein Trottel mit einem Blaster, der ein schönes Raumschiff und einen entsprechenden Hund hat. Also einen Hund? Naja. Es ist ja die Projektion eines perfekten Hundes auf einen. Ah, so. Okay. Was, Lassie, drei Kinder? Mitten in der Bobrunde? Es war mir eine Freude. Ganz, ganz liebe Grüße an euch da draußen. Bald sieht sich. Vielleicht am Freitag wieder. Macht's gut. Tschüss. Und ich drück mal auf das Ausgang. Was soll denn das? Möge die Macht mit euch sein. Always. Ich mach jetzt aus.